Und dass die Hamas, oft höre ich, keine Muslime sind, ist ebenfalls eine Lüge, denn die Hamas sind Muslime und berufen sich leider auf den Koran. Und ich wünschte mir sehr von der muslimischen Community, die sich beleidigt und angesprochen zugleich fühlt, dass sie, anstatt es zu verneinen, zu verteidigen und damit zu unterstützen, das anmerken und aufrufen, damit sich das ändert. So, dann. Drittens. Sie glauben, dass am 7. Oktober nur diensthabende Soldaten angegriffen wurden. Realität. Sie haben ein Musikfestival mit friedlichen Zivilisten angegriffen. Viertens. Die Pro-Palestine-People glauben, dass Israel ein Ethnostaat ist. Realität, Israel hat einen arabischen Bevölkerungsanteil von 20%. Jeder Fünfte ist in Israel ein Moslem. Jeder Fünfte. In welchem muslimischen Land ist jeder Fünfte ein Jude? Richtig, es gibt so einen muslimischen Staat nicht. Aber Israel hat weder eine Apartheid noch Rassismus. Denn in Israel sind 20% der Bewohner Araber. Fünftens. Sie glauben, dass Israel Apartheid begeht. Realität: Alle israelischen Bürger, einschließlich Araber, genießen den gleichen gesetzlichen Schutz. Was bedeutet? Alle können studieren. Es gibt im Knesset, das ist der israelische Bundestag sozusagen, mehrere arabische Parteien. Nur die meisten in Israel lebenden Araber wählen israelische, also jüdische Parteien, denn sie haben Angst, unter den Arabern zu leben. Muslime bzw. Araber können in Israel nicht nur studieren, sie haben einen leichteren Zugang zum Studium, denn deren Quote, damit sie auf eine Universität zugelassen werden, ist niedriger angesetzt als die Quote für Juden. Sie bekommen dort kostenlose Medizin. Ganz egal, ob sie israelische Araber sind oder aus dem Westjordanland oder Gaza kommen. Sie haben immer die Möglichkeit, sich kostenlos in Israel behandeln zu lassen. Sozialhilfepaket komplett, nicht nur die Auszahlungen, sondern auch die Benefits, die ganzen Vorteile, sind für die Araber höher angesetzt als für die Juden. Von einer Apartheid ist also nicht zu sprechen. Wenn, dann könnten Juden sich über die Apartheid beschweren, aber nicht die Araber. Sechstens, sie glauben, dass Israel einen Völkermord begeht. Realität. Israel hat alles getan, um die Bewohner des Gazastreifens zu evakuieren und hat Bodentruppen entsandt, um zu verhindern, dass Zivilisten durch Bomben getötet werden. Mit anderen Worten, Israel riskiert und verliert auch das Leben eigener Menschen, nur um möglichst schonend vorzugehen. Dass Zivilisten im Krieg sterben, ist leider ein Teil des Krieges. Und für diesen Teil ist nur die Hamas verantwortlich und nicht Israel. Denn die Hamas hat am 7. Oktober das angesetzt. Die Hamas hat auch das Ultimatum abgelehnt, alle Geiseln sofort freizulassen, sodass keine Bodentruppen nach Gaza einmarschieren. Israel könnte alles zerbomben, alles platt machen, binnen Stunden. Stattdessen riskieren sie das Leben und verlieren das Leben von vielen großartigen Menschen aus Israel, nur um möglichst viele Zivilisten zu schonen. Siebtens. Sie glauben, dass muslimische Araber im Land heimisch seien. Das ist mein Lieblingspart. Realität. Das Königreich Israel existierte 1000 Jahre vor der Erfindung des Islam.
und den arabischen Eroberungen. Sie glauben, dass Palästina ein Land war. Das ist Punkt 8. Realität. Es gab nie ein Land namens Palästina. Und der Name, dazu kommen wir später, entstand, als das Land vom Römischen Reich kontrolliert wurde. All diese Tatsachen sind leicht überprüfbar. Dennoch weigern sich die Menschen, die Wahrheit zu akzeptieren. Ja, ich habe noch ein paar, nämlich Gaza ist Gefängnis gewesen und Gaza ist das Paradies gewesen, ja, vor dem 7. Oktober war es so schön da. Also entweder oder, ihr könnt nicht beides haben. Dann gibt es welche, die feiern den 7. Oktober, während sie gleichzeitig sagen, dass, also sie feiern die Toten am 7. Oktober, während sie gleichzeitig sagen, dass es alles Propaganda und falsch ist. Ja, was ist es denn jetzt? Feierst du es oder ist es alles gelogen? Wir sind alle Menschen, ja, aber im gleichen Sinne, also alle zivilen Opfer sind natürlich zu betrauern, aber alle zionistischen Zivilistenopfer sind ja keine richtigen Ziele. Das ist auch wieder ein Widerspruch. Dann haben wir noch, was ist hier? Ah, genau, Israel ist stark. Ja, wir sind das ist die stärkste Armee der Welt. Wie sollen wir da kämpfen? Aber dann sind wir auch immer die schlechteste Armee der Welt, je nachdem, und schwache Armee, je nachdem, wie sie es brauchen gerade. Und ja, das Beste natürlich, Gaza ist besetzt gewesen von Israel. Aber jetzt wollen sie einen Waffenstillstand. Hä, aber wieso? Hä, verstehe ich nicht. Dann muss es ja einen Krieg gegeben haben und keine Besetzung. Also man kann nicht gleichzeitig zwei sich gegenseitig ausschließende Meinungen vertreten. Ich lese weiter. Darf ich vielleicht ganz kurz eine Frage dazu stellen? Nein, gleich. Ich muss das Anna, zu Ende lesen. Anna, kann ich noch mal was fragen? Ich habe festgestellt, dass wenn jetzt Anna hier oben ist, kann ich zum Beispiel jetzt nicht jemanden stummen oder so. Ist da was verändert an den Funktionen? Oder nein, das ist ein Bug bei TikTok. Ich habe das auch manchmal. Ich habe Iman erstmal gestummt. Iman, du bist aber gleich dran. Ich vergesse dich nicht. Das ist bei dir einfach ein Bug, das vergeht nachher. Ich lese weiter. Okay. Israel ist nicht verpflichtet, jemanden außer seinen eigenen Bürgern Hilfe zu leisten. Nach dem Kriegsrecht ist es nicht erforderlich, einer feindlichen Bevölkerung Hilfe zu leisten. Und trotzdem ist Israel das Land, das die meiste Hilfe geleistet hat, ohne einen einzigen Entführten im Gegenzug zu erhalten. Nicht einmal die entführten Babys. Hat das Vereinigte Königreich während des Krieges tausende Lastwagen mit Hilfsgütern für deutsche Bürger bereitgestellt? Nein. War es den USA ein Anliegen, Japan zu helfen? Nein. Hat jemals jemand verlangt, dass Amerika während seiner Konflikte etwa im Kampf gegen ISIS Hilfswagen für Zivilisten bereitstellt? Nein. Niemand bei der UN verlor ein Wort über die Kinder, die Massaker von Hamas überlebt hatten. Was passiert mit der Seele eines Kindes, das miterlebt, wie seine ganze Familie und alle seine Freunde ermordet werden? Keiner von ihnen kehrte nach Hause zurück. Tatsächlich kehrten über 500.000 Israelis 6 Monate lang nicht nach Hause zurück. Hat die UN, die UNO ihnen Hilfe geleistet? Nein. Letzte Vorlage zu diesem Beitrag. Hat die UNO jemals etwas über sie gesagt? Nein. Darüber hinaus gab es keinen Aufruf an andere Länder in Konfliktzeiten, ihre Tore zu öffnen, um die Bürger von Gaza zu empfangen. Also, darüber hinaus gab es keinen Aufruf an andere Länder, in Konfliktzeiten ihre Tore zu öffnen, um Bürger von Gaza zu empfangen. Dies steht im Gegensatz zu Maßnahmen, die für Länder wie Syrien und die Ukraine ergriffen wurden. Der Versuch, Druck auf Israel auszuüben, damit es Gaza Hilfe leistet, ist lediglich ein Versuch, die Fähigkeit Israels,
sich zu verteidigen, zu behindern. Imen, du kannst dich entstummen und gerne deine Frage stellen. So, erstmal guten Abend an euch. Eigentlich wollte ich schlafen gehen, aber ich muss leider mich dazu äußern. Und sagst du bitte die Uhrzeit nur und das Datum und dann kannst du dich sofort äußern. Heute ist 22.16 Uhr, also heute ist 22. Oh mein Gott, man merkt, wie müde ich eigentlich bin. Es ist 22.16 Uhr. Und was ich einmal dazu sagen möchte, meine Lieben, ist, es ist kein Krieg, es ist auch keine Verteidigung, wenn du ein Krankenhaus bombardierst, wenn du eine Frau vergewaltigst vor den Augen ihrer Familie, ja, vor den Augen ihrer Eltern. Al Jazeera musste diesen Artikel zurückrufen, weil der fake war, hast du es gehört? Da ist es. Erzählst du jetzt Nein, ich werde jetzt alle Leute stummen, außer Imen, und seid mir bitte nicht böse. Ich möchte, dass sie ausspricht. Danke. Also, Endeffekt, ich kann euch das gerne einmal posten und einmal schicken. Das habe ich einmal gescreenshottet, ist, als das Al-Rifa-Krankenhaus in Gaza bombardiert wurde, hat die israelische Armee auf der arabischsprachigen Seite gepostet, dass sie das gemacht haben, weil die Leute dort geleidet haben, sie in den Gnadenschuss gegeben haben. Und nachdem es diesen Aufschrei gab, hat man das zurückgezogen. Ich möchte gar nicht reingehen in die Thematik, der hat getan, dies hat getan, der hat getan, dies hat getan. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, stoppt diesen Krieg. Stoppt diesen Genozid. Und wieso die Ägypter die Grenze nicht aufmachen, ist, es ist ein Autonomiegebiet gewesen. Der Gazastreifen ist ein Autonomiegebiet der israelischen Staates. Das heißt, Israel hat ganz, ganz genau vorgegeben, das darf rein, das darf nicht rein, so muss funktionieren, so muss nicht funktionieren. Das heißt, es ist ein Gebiet gewesen, das von Israel stark überwacht und teils sogar vorgegeben wurde, wie es dort zu existieren hat. Und wir müssen gerade betteln müssen wir, dass Hilfsgüter reingelassen werden dürfen, dass wichtigste Nahrungsmittel reingelassen werden. Und weil es über die Staatsgrenzen nicht funktioniert, machen wir das gerade über Flugdinger, die nach Gaza reinkommen, dass Jordanien ein bisschen über den Flug- und Meerweg reinbringt, dass Leute auf Dächer klettern müssen. Wer hat sie gestummt? Recht hat oder nicht Recht hat, das ist egal. Es ist mir egal. Es soll einfach dieser Recht hat, das ist. Es geht einfach darum, wir müssen diese. Sie wird nicht gestummt. Das ist ein Bug bei TikTok. Sie wird nicht gestummt. Okay, sie hat ein Echo. Ich will ganz kurz darauf eingehen, weil sie hat das auch sehr lustig gemacht, genau worüber wir gerade geredet haben. Also sie hat gesagt, am Anfang ist es kein Krieg, was da passiert. Das war ihre Aussage, ihr erstes Statement. Okay, es ist kein Krieg. Und dann hat sie nicht mal 2 Minuten später gesagt, wir müssen den Krieg stoppen. Also was ist es denn jetzt? Ihr müsst euch wirklich bei euren Lügen auf eine Sache festlegen. Andernfalls fällt es echt extrem schnell auf. Stopp es. Bist du dagegen? Bist du dafür, dass weiterhin Kinder sterben, dass Menschen sterben? Nein, aber du bist dafür. Du bist dafür, dass Kinder sterben. Darf ich noch was zu dem Thema Imenhaus sagen? Nein, ich rede gerade mit ihr. Also Imen ist, was sie gerade gesagt hat, ja, und also das, was du noch gesagt hast, waren Autonomiegebiet, was de facto einen palästinensischen Staat bedeutet. Und wir haben ja gesehen, was die Hamas mit einem de facto Staat gemacht hat. Okay, muss man gar nicht weiter drauf eingehen. Als letztes hast du gesagt, aber es war auch ein schwacher Punkt, brauchen wir nicht wirklich, dass keine Hilfe reinkommt. Israel lässt durch den Kerem Shalom Crossing natürlich Hilfe rein. Gaza bekommt auch Hilfe von Ägypten durch die Rafah Crossing und das Rafah Crossing wird gerade live. Hilfe. Jetzt in diesem Moment kannst du dir auf der arabischen Armeeseite von der israelischen Armee anschauen. Wie sie sich lustig darüber machen, dass sie nicht alles durchlassen, dass sie die Leute dort sterben lassen möchten. Schwester, wir sind gar nicht das Ägypten. Du verwechselst gerade deine muslimischen Glaubensbrüder wahrscheinlich, weil wir kontrollieren Rafa nicht, das kontrollieren die.
Nein, ich schicke dir das jetzt sofort. Ja, schick mir das ruhig. Nochmal, also an alle Leute, die diese Propaganda hören, Israel kontrolliert Rafah nicht, Ägypten kontrolliert Rafah, die Grenze mit Gaza zu Ägypten. Und sie haben nach dem Krieg mit der Hamas, Ägypten hat einen Krieg gegen die Hamas geführt, 2017 war das, glaube ich. Was erzählst du da? Ja. Wir gehen doch auf die Straßen und demonstrieren. Okay, damit anscheinend weißt du wirklich überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Leute, es sind 71 Leute. Das ist sehr lustig. Aber mach ruhig weiter. Es sind 71 Leute hier drin. Wir sind alle auf die Straßen gegangen. Alle sind wir auf die Straßen gegangen. Leute, schreibt es in die Kommentare, wer von euch alles auf die Straßen gegangen ist. Also sie geht für, Jemen geht für hoch Hamas auf die Straße. Sie ist für tote Kinder, sie ist für Krieg und sie ist für Hass und Hetze. Ich bin dafür, dass das gestoppt wird. Ich bin dafür, dass dann musst du auch dafür sein, dass alle Geiseln, die in Gaza sind, sofort, heute noch, diese Stunde, während wir sprechen, freigelassen werden. Dann laufe ich mit dir gemeinsam durch die Straße und rufe für einen... Ich bin nicht dafür? Habe ich gesagt, ich bin nicht dafür? Ja, dann sollte das vielleicht deine Aussage mit... Leon, warte mal, jetzt wollte noch Simbamon was sagen. Simbamon und danach Kian sofort. Und zwar, du sagst ja, die haben Israel greift die ganze Zeit Krankenhäuser an und dass es nicht geht. Erster Punkt ist, Al-Ali-Krankenhaus wurde nicht von Israel angegriffen. Das ist eine abgestürzte Rakete des palästinensisch-islamischen Dschihads. Das hat selbst Human Rights Watch bestätigt. Richtig, 16.000 Kinder sind auch alle gestorben, weil ich ja, Krankenhäuser, zivile Einrichtungen sind laut Völkerrecht geschützt, solange sie zivile Einrichtungen sind. In dem Moment, wo sie für militärische Zwecke verwendet werden, sind sie laut internationalem Völkerrecht legitime militärische Ziele, die angegriffen werden dürfen. Das heißt, wenn die Hamas ein Krankenhaus verwendet, um dort Geiseln zu halten, Waffen zu halten, Terroranschläge zu planen, unter dem Krankenhaus eine riesige Infrastruktur und Tunnel baut für ihre Terroraktivitäten, dann ist dieses Krankenhaus kein geschütztes Objekt mehr und darf laut internationalem Völkerrecht angegriffen werden. Nach der Genfer Konvention ist das. Das weiß die Hamas und trotzdem macht sie das. Das heißt, warum verurteilt keiner von euch, dass die Hamas ein Krankenhaus zu einem legitimen militärischen Ziel macht, das angegriffen werden darf? Und die Hamas weiß, dass Israel dieses Krankenhaus angreifen wird nach dem 7. Oktober. Warum verurteilt keiner von euch die Hamas, dass dieses Krankenhaus verwenden. Wieso spricht ihr die ganze Zeit von, also guck mal, ich bin hier für gar keinen Staat. Von mir aus kann das auch Kakmenistan heißen. Alles menschliche Menschen für Menschlichkeit. Das ist mir wurscht. Ich sag dir, ob das Gazastreifen das Ding heißt oder Xypholinistan, ne, das ist mir wurscht. Ist mir auch egal, was damit passiert und wer da irgendwas macht. Davon will ich mich ganz, das will ich ganz klar sagen. Was ich gar nicht billigend irgendwie Anspruch nehme oder irgendwie auch nur billigend annehme, ist zu sagen, ah ja, Friede, Freude, Eierkuchen, die Leute leben da ganz unversehrt, es ist da, werden nicht irgendwie irgendwelchen starken Repressalien auseinander, also zur untergesetzt, also die haben ganz normal Essen und Trinken und kriegen Hilfsmittel, medizinische Versorgung, läuft alles gut, Essen, Trinken, haben Kopf über dem Dach, Häuser, das ist nicht die Realität. Leute, für was seid ihr? Für was steht ihr? Ich bin gegen die Hamas. Ich bin gegen den Krieg. Ich bin gegen Waffen. Ich bin gegen Phosphorwaffen. Ich bin dafür, dass Menschen vertrieben werden und dass 800 Quadratkilometer einfach beschlagnahmt werden. Dagegen bin ich. Okay. Okay. Danke. Dann hast du ja deinen Bildungsauftrag. Jetzt wollte ich dir noch was sagen, Iman. Ja. Also, du hast Iman, Entschuldigung, jetzt habe ich ein Stück Nüsse in den Mund genommen. Du hast das Wort Genozid in den Mund genommen, du hast Phosphor in den Mund genommen. Du wiederholst jetzt faktisch nur diese palästinensische Scheiße von da das wurde ist keine palästinensische Scheiße, da steht heute in der UN. Das ist islamische Propaganda, Phosphor. Das ist keine islamische Propaganda, das ist das, was der UN-Sicherheitsrat heute beschlossen wurde vor eineinhalb Stunden. Das ist Propaganda. Muss reden lassen, lass Kian ausreden. So, die andere Sache ist die Israel hat auch nicht einfach entschieden nach 2006, nachdem sie Gaza offiziell an die Palästinenser übergeben hat und unter Gewalt 7000 ihrer eigenen jüdischen Siedler aus dem Gaza entfernt haben, weil die Palästinenser im Gegensatz zu den Israelis mit Juden nicht leben können. In Israel leben 2 Millionen Araber als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Israelischen Pass, dürfen ins Parlament gewählt werden und so weiter und so fort. Und
Das hat es nicht gegeben. Also musste Israel die Siedler herausnehmen. Du hast jetzt einen Begriff in den Mund genommen und du nennst diesen Begriff Genozid. Ich merke immer wieder in so einer Diskussion, wie leicht mit Begriffe um sich geworfen wird, ohne zu wissen, wie fatal es ist, solche Begriffe für den Konflikt, den Israel jetzt mit einer Terrororganisation führt und mit 77% des Volkes, die die Hamas gewählt hat und Bonbons auf den Straßen verteilt haben, als unschuldige Menschen, die auf einem Fest getanzt haben, abgeschlachtet worden sind. Zunächst einmal halten wir fest. Halten wir mal fest. Der Begriff Genozid wurde sogar von einem jüdischen Juristen, Raphael Lemkin, geprägt. Es war also ein Jude, der diesen Begriff, den heute viele Muslime in den Mund nehmen, geprägt hat. Darüber hinaus, Völkermord, also rechtlich betrachtet, ist Genozid so etwas wie Völkermord, die Tötung eines Mitglieds einer geschützten Gruppe in der Absicht, die Gruppe als solche auszurotten. Das ist Bullshit. Weil erstens Israel, wenn Israel einen Genozid an den Gazianer machen wollte, dann hätte es Israel keinen Korridor eingerichtet und hunderttausende Gazianer gar nicht hätte abziehen lassen wollen. Sie hätten also alle getötet, völlig unabhängig davon, ob sie nun Zivilisten sind oder Hamas-Kämpfer. Ach so, was ist denn passiert? Was ist denn die letzten Tage passiert? Das ist nicht passiert. Hunderttausende von Menschen konnten durch gesicherte Korridore die Kriegszone verlassen und in einen anderen Teil von Gaza gehen und sich und dort in Schutzzonen und ihre Sicherheit finden, damit Israel sich um die Hamas kümmern kann. Ja, von deinen Freiheitskämpfern leider. Leider machen wir das wirklich sehr oft. Ein Genozid war das, was das Osmanische Reich während des Ersten Weltkriegs 1915 bis 1916 der armenischen Bevölkerung angetan hat. Das war ein systematischer Mord an den Armeniern. 1,5 Millionen Armenier wurden getötet. In einem Zeitraum von 100 Tagen wurden im, wann war das? 1994 in Ruanda rund 800.000 Menschen, hauptsächlich Angehörige der Tutsi-Minderheit, durch die Hutu-Mehrheit ermordet. Und dann schlussendlich ein Genozid ist das gewesen. Okay, aber was möchtest du mir sagen gerade? Findest du das in Ordnung, was da gerade passiert? Dass deine Position fachlich komplett unhaltbar ist, dass du dich lächerlich machst. Eine Sekunde bitte. Ich verstehe nicht, was ihr mir sagen möchtet. Ich möchte gerne, dass ihr das ausspricht. Findet ihr das, was dort passiert, in Ordnung? Moment, ich war noch nicht fertig. Iman, ich habe dich jetzt gestummt, weil du musst aussprechen lassen. Ja, und dann kannst du antworten. Vielen Dank. Der Völkermord an den Bosniaken, damals 1995, das war ein Genozid, weil die bosnischen Serben gezielt bosnische Muslime herausgepickt haben, um sie zu ermorden. Sie haben gezielt Bosnier gesucht, die Muslime waren. Wenn diese Bosnier christlich geprägt waren, haben sie verschont. Sie haben bosnische Muslime geholt. Das war ein Genozid. Was wir jetzt erleben ist, dass im Gazastreifen sich eine feige, erbärmliche, rattenartige islamische Bewegung festgefressen hat, die mitten aus den Zivilgebieten Israel angreift. Das ist der Grund, warum in Gaza so viele Zivilisten sterben. Weil eine feige Guerilla-Bewegung, die sich Tunnel gegraben hat, quer durch Gaza, unter Krankenhäuser, unter Supermärkte, unter Versorgungsmärkte, unter Fabrikhallen versteckt und von dort aus gegen Israel operiert. Ja. Deshalb hier, ich möchte noch einen anderen Film hier ansprechen, der die Situation in Gaza sehr, sehr gut beschreibt. Das ist, der Name ist First They Killed My Father. Also zuerst haben sie meinen Vater umgebracht. Okay? So ist der Name von dem Film. Und das sind dieselben Verhältnisse, unter denen die Kinder oder ähnliche, unter denen die Kinder in Gaza leiden, weil das ist nichts anderes als Missbrauch. Mir tun die Menschen in Gaza herzlich wenig leid. Wer mir leid tut, sind die Kinder, weil die können überhaupt nichts dafür, dass ihre Eltern so hasserfüllt, so radikal und so indoktriniert wurden.
Selbst die Eltern können nichts dafür, weil die wurden wahrscheinlich von ihren Eltern schon so erzogen, okay? Deshalb, mir geht die Kinder nur ans Herz in Gaza. Aber ich rate jedem mal, sich diese Filme anzusehen. Und das andere hieß Hotel Rwanda, weil es ist wirklich krass. Und das ist auch im Namen vom Islam, was da geschieht. Für mich ist auch sehr interessant zu beobachten, wie Menschen mit dem Wort Genozid umgehen. In Wirklichkeit, Menschen, die einen Genozid erlebt haben oder dessen Familien in einem Genozid waren, werfen mit diesem Wort nicht einfach um sich. Ein Genozid, weshalb ich immer sage, immer wieder in Deutschland besonders, besonders wenn zu uns hier Propalis kommen und den Deutschen diese süße Verarsche verkauft von lasst uns das vergessen, ja. Wir haben die Verantwortung für die Zukunft, denn ich bin eine Jüdin und meine Familie ist durch ein Genozid gegangen, durch diese Zeit. Viele sind ums Leben gekommen auf eine sehr grausame Art und Weise. Und ich habe noch an den Folgen davon zu knabbern. Ein Genozid bedeutet, dass ein großer Teil einer Menschengruppe vernichtet wird und zur Flucht gezwungen und geplündert wird. Das ist in Gaza nicht der Fall. Und viel wichtiger auch dahinter ist der Intent, also die Absicht dazu, okay, als die Anzahl der Getöteten. Natürlich spielt die auch eine große Rolle, aber viel wichtiger ist die Absicht. Also wenn das geklärte Ziel der Nazis war, Europa von den Juden zu reinigen, das war das Ziel, dann ist das Genozid. Das ist das Ziel, Genozid. Und das Ziel, dasselbe Ziel verfolgt die Hamas. Sie wollen Israel von Juden reinigen, judenfrei wollen sie es. Und das ist genauso genozidial, wie die Nazi-Ideologie war. Okay, dann habe ich eine Frage dazu. Möchte denn Israel nicht, oder anders gefragt, wie sehen es denn die Siedler? Sehen denn die Siedler nicht Israel, Gazastreifen und den großen Teil von Libanon und teilweise noch Ägypten als heilige Land? Und möchte man nicht, meinst du mit warte Siedler? Mal, wir sind noch bei deinen Themen, die du vorhin genannt hast. Zum Beispiel mit dem Betteln um Hilfsgüter. Ja, mit dem Betteln von Hilfsgüter. Können wir gerne drüber sprechen. UN-Bericht kannst du als Quelle nehmen. Im Vergleich zu der Zeit von der vor der Kriegserklärung der Hamas fahren jetzt 80% mehr Lebensmittelwagen in den Gazastreifen ein. Vielen Dank, Stas. UN-Zahlen zeigen, dass vor dem 7.10. täglich nur 70 Lebensmittelwagen in den Gazastreifen fuhren. Seit dem 1. März liegt der Tagesdurchschnitt bei 126 Lebensmittelfahrzeugen. Das sind LKWs, 40 Tonnen. Über 9.500 Lastwagen mit mehr als 200 Tonnen Lebensmittel sind seit dem 7.10. in den Gazastreifen gelangt. Okay, Iman, deine Frage. Du sagst, jetzt wo gerade nichts gesagt wird, du sagst, es ist ein Genozid. Und wichtig für den Genozid ist ja die Intention, die Bevölkerungsgruppe auszulöschen. Mhm. Wo siehst du bei Israel die Intention, dass sie komplett Gaza auslöschen wollen? Alle Menschen dort. Wo siehst du das? Wo machst du das fest? Ich sag dir, woran ich das festmache. Ich sage das aus meiner persönlichen Sicht und ich spreche hier für niemanden und ich bin keine Politikwissenschaftlerin oder Historikerin. Also wenn man da eine fundierte Meinung haben will, dann bitte jemanden anderes mit reinholen. Ich sag dir nur meine persönliche Meinung. Ich finde es sehr, sehr komisch, dass irgendwie alles, was bombardiert wird, wichtige Knotenpunkte für die Gesellschaft sind. Sei es Supermärkte oder Krankenhäuser und irgendwie sind das immer nur Krankenhäuser, Supermärkte oder irgendwelche anderen Versorgungspunkte. Das spricht ja schon wieder jetzt. Du sagst, wir bombardieren Krankenhäuser, Iman. Hast du bestimmt mitbekommen, dass wir jetzt in den letzten 2-3 Tagen oder letzte Woche eigentlich wieder in Schifa-Krankenhaus operiert haben. Wie können wir da operieren, wenn wir Krankenhäuser bombardieren?
ganz ehrlich, selbst der Eingriff in einem Krankenhaus ist völkerrechtswidrig, das ist Kriegsverbrechen. Du rieselst dich jetzt raus aus der Antwort, weil ich habe dich gerade dabei erwischt, dass du gesagt hast, wir bombardieren zum Spaß Krankenhäuser und Simba. Habe ich gesagt zum Spaß? Wann habe ich das gesagt? Was auch immer, du sagst, du findest es verdächtig und dann du implizierst damit, dass wir es aus Spaß machen. Logisch. Das habe ich nicht gesagt, dass ihr das aus Spaß macht. Implizierst. Weißt du, was das bedeutet? Von ihr und mir. Wieso unterscheidest du? Sehr emotionales Thema, weil ich bin da persönlich interessiert. Schau mal, okay? Ich möchte nicht, dass wir uns hier spalten. Darum geht es nicht. Es geht nicht hier zu sagen, das sei Genozid. Ich will ganz kurz eine Frage stellen, einfach Iman, weil für dich ist es ja ein Genozid. Und ich sage dir mal ein paar Zahlen jetzt. Also die Zahlen, die von der Hamas. Ihr habt mich doch gerade was gefragt. Darf ich erstmal meinen Punkt zu Ende bringen? Dann kannst du mir gerne ein paar Zahlen mitgeben. Damit habe ich gar kein Problem damit. Lass mich ganz kurz meinen Gedanken äußern. Bitte. Und ich lasse über alles mit mir sprechen. Bitte. Schau mal, das habe ich euch schon eingangs gesagt und ich bleibe dabei. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Was ich weiß, was ich sehe und was ich miterlebe, was ich an eigener Familie miterlebe, an Freunden miterlebe, an Leuten miterlebe, die vor Ort sind, ist, dass es den Menschen dort nicht gut geht und dass kein Mensch auf dieser Erde es verdient hat, so mit sich umgehen zu lassen. Und die Menschen in Israel, denkst du, denen geht es gut? Den Menschen in Israel geht es psychisch nicht gut. Denen geht es auch nicht gut. Keiner streitet ab, dass es ihnen nicht gut geht. Ja, das ist hier mal festgehalten. Und das möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass wir sagen, die einen haben das Recht und die anderen haben nicht das Recht und da sind die schuld und das sind die nicht schuld. Warum möchtest du das nicht? Möchtest du nicht verantwortlich? Also möchtest du, dass es keine Verantwortung gibt in diesem Leben? Nee, keine Konsequenzen? Es gibt Verantwortung und es gibt Konsequenzen und wir sind im Jahre 2024 angelangt, wo man auch einen Mund hat, wo man miteinander sprechen kann, wo es nicht nötig ist, immer einen Krieg zu führen. Das wollen wir eben, natürlich. Da sind wir 100% bei dir, deshalb bist du eigentlich, versuchen wir gerade dich zu überzeugen, weil du bist eigentlich auf unserer Seite. Wir sind diejenigen, die für Reden sind, für Dialog und für Kompromiss. Ich bin für die Seite für Miteinander. Miteinander. Du brauchst doch nicht auf unserer Seite zu sein, solange du genau diese Einstellung zur Kompromissbereitschaft hast. Weil darauf kommt es an. Aber das hat die Hamas nicht. Die Hamas ist wie der Jaro oder der Jaro fragt dich, warum setzen sie direkt an Iman jetzt? Entschuldige, Leon, dass ich unterbreche, aber es ist eine wichtige Frage von Jaro. Jaro fragt dich, warum setzen sich die Moslems Iman Frage an dich? Was hat das mit Muslimen zu tun? Weil die Hamas Muslime sind und weil sie propale Demos. Wieso sagt das immer, wieso setzen sich Muslime nicht für die Freilassung der Geiseln ein? Weißt du, für was ich mich ich setze mich für die Rechte dieser Menschen ein und ich sehe, die Menschheit ist verdorben, sie ist verloren. Ja, und wieso wenn wir muss weg ich deswegen muss man Israel bombardieren. Juden sind auch verloren, wir Deutsche auch, ja? Du hast dich geäußert jetzt. Ich habe mich geäußert, ja, wir sind verloren. Wir müssen für die Rechte der Menschheit, wir müssen für Frieden einstehen. Wir müssen für Frieden einstehen und für das stehe ich ein. Weißt du, wie man Frieden erreicht? Hamas weißt du, auf, Frieden das sofort aufgeben und dann wird es Frieden sein. Hamas Frieden ist der Grund, Hisbollah und die islamische Welt. Nicht indem du schwach bist. Wenn du schwach bist, wird jeder versuchen, dir was wegzunehmen. Ist doch logisch. Wenn du so stark bist, dass niemand überhaupt daran denkt, mit dir Stress anzufangen, dann hast du Frieden. Von daher, ein starkes Israel wird für Frieden im Nahen Osten sorgen. Ein schwaches Israel, das davor Angst hat, sein eigenes Land zu kontrollieren, weil besetzt wurde 1948 illegal unter Völkerrecht, ja, das wird in dem Nahen Osten immer weiter Probleme, Chaos und Kriege und Leid führen. Aber Iman, du hast immer noch nicht die Frage beantwortet wegen dem Genozid. Du hast nicht gesagt, wo du die Intention Israels siehst, alle Menschen in Gaza auszulöschen. Ich glaube, wenn ich das sage, dann werde ich komplett gecancelt. Ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, weil ich kann nicht mal den Satz zu Ende sprechen und dann kommen super viele mit ihr und ihr Muslime und ihr wollt doch so. Und ich sag doch die ganze Zeit, ich bin für niemanden. Ich möchte nicht, dass man sagt, auf der Seite stehen und auf der Seite stehen, weil es gibt keine Seite. Entweder du bist dafür, dass Menschen ein Recht haben auf eine Zukunft, auf ein angemessenes Leben und auf ein freies Leben, oder du bist nicht dafür. Und ich bin dafür, du sollst als Mensch leben können. Du warst auf derselben Seite. Aber findest du, dass die Leute unter Hamas eine Zukunft hatten? Nur mal so? Aber du,
Nein, unter der Hamas. Als ich machen wir ja eigentlich jetzt gerade die Drecksarbeit. Unter der Hamas. Sagen. Und die Leute in Gaza sollten uns am Ende dankbar sein, dass wir sie von ihrem eigenen, wie die Nazis, wie die Deutschen eigentlich dankbar sind dafür letztendlich, dass die Amerikaner, dass die Alliierten gewonnen haben, dass jetzt kein genozidialer Irrer mehr, Österreicher, an der Macht sitzt, der alle politischen Gegner, jeder, der eine andere Meinung oder vielleicht einen anderen Haarschnitt hat, Kim Jong-un als er, ins Gefängnis steckt, weil es ihm passt, weil er es kann, okay? Aber Leon, glaubst du wirklich, dass ich jetzt sage, ja, du hast recht, wir sollten uns bei den Israelis bedanken? Bei dem Militär. Du bist doch auf deiner Seite. Ich glaube schon, aber ich erwarte Eamon, du denkst schon wieder ab. Du hast die Frage noch nicht beantwortet. Du hast die Aussage. Ich denke ganz ehrlich, dass es ein strategischer Angriff ist, um sich weiteres Land zu sichern. Weil sonst hätte man am Montag nicht 800 Quadratmeter Land. Warum hätten wir uns denn dann zurückziehen sollen? Aber das ist immer noch. Das heißt, da hatten wir ja das Land schon. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Warum hat Israel das Land dann verschenkt, wenn sie es behalten? Genau. Wir geben immer Land weg. Woran erkennst du das? Nein, ihr gebt nicht immer. Also guck mal, du solltest das. Ich möchte es nicht emotional betrachten. Und es ist ja nicht mein Land. Es, ganz ehrlich, niemandem gehört hier irgendetwas. Niemanden. Wenn du stirbst, wenn ich sterbe, nehme ich dann irgendwas mit? Nimmst du etwas mit? Deswegen machen für mich Territorialkriege, in meinem Kopf macht das sowieso keinen Sinn. Wenn da in einem Haus eine Familie wohnt, dann hat auch kein anderer Siedler dahin zu gehen und an die Wand Tür zu klopfen. Für euch ist es Territorium, ja, aber für uns ist es Existenz, verstehst du? Wir haben nirgendwo anders, wo wir hin können. Alle Araber in Gaza können irgendwo anders hin. Wir können nirgendwo anders hin. Aber wenn Menschen doch in diesen Häusern gelebt haben, dort gelebt haben, sich was aufgebaut haben, wenn sie da etwas aufgebaut haben, wenn sie da Existenzen, Familien, Generationen über verbracht haben und dann kommt jemand und klopft an deine Tür und sagt, ich wohne jetzt hier. Israel mehr für die Araber in Israel, in Gaza und in Judäa getan, als jemals Ägypten oder jemals Jordanien für sie getan. Oder Hamas. Oder Hamas, for that matter. Oder die Palästin, ihre eigene Regierung, die absolut bis aufs Blut korrupt ist. Mahmoud Abbas, ja. Den die Palästinenser, du könntest einen Juden nehmen, ja. Keine Ahnung, Norman Finkelstein, und den würdest du in die Westbank setzen und selbst ihn würden die Leute mehr feiern als Mahmoud fucking Abbas. Leon, ich bitte jetzt dich und uns alle, kurz leise zu sein. Simbomon hat eine wirklich wichtige Frage an Eamon. Und zwar, du sagst ja, Israel begeht einen Genozid, weil sie alle Menschen auslöschen möchte, um das Land zu bekommen. Woran machst du das fest? Du musst dir dafür irgendwelche Beweise haben. Man kann ja nicht einfach irgendwas erfinden. Du musst dir irgendwas irgendwo dran festmachen. Woran machst du das fest? Warum glaubst du, dass Israel alle Menschen in Gaza auslöschen möchte, um das Land zu bekommen? Man muss ja irgendwo festmachen. Ich meine, du wirfst die Aussage Genozid in den Raum, dann musst du halt auch beantworten, warum du denkst, dass es ein Genozid ist und halt nach den geltenden Richtlinien für Genozid. Du kannst ja keine neue Definition erfinden, nur um es Genozid zu nennen. Das heißt, wenn du es Genozid nennst, dann nennst du es Genozid nach dem aktuellen Völkerrecht. Und das ist nun mal die Intention, alle Menschen auszulöschen. Und du sagst, sie wollen alle Menschen auslöschen, um das Land zu bekommen. Das musst du ja irgendwo festmachen, erklär das doch mal. Und der ICJ hat ja ganz klar geurteilt, dass Israels Bodenoffensive weitergehen kann, dass die Geiseln sofort ohne jegliche Bedingung freizulassen sind und dass es kein Genozid ist, der aktuell stattfindet. Dann Eamon, erklär dich mal. Du wirfst diese Aussage in den Raum, dann erklär die mal. Warte ganz kurz noch dazu. Am Ende wird es euch, weil sie wird es nicht erklären, am Ende wird es euch nur schaden, weil der internationale Gerichtshof wird am Ende in 2-3 Jahren oder so final damit Schluss geben, dass es kein Genozid war. Und dann werden wir natürlich alle in live gehen und sagen, haha, haben wir euch doch schon vor 2 Jahren gesagt. So, wenn ihr aber wirklich jetzt, natürlich passieren schlechte und schlimme Dinge in Gaza und auf die kann und muss man auch ansprechen, ja. Weil die gehen komplett unter. Das ist das, womit ich ein Problem habe. Die echten Probleme gehen unter dem ganzen Lärm, unter dem ganzen Rauch. Und ich will die Frage von Simba mit dem Genozid umformulieren. Die aktuelle, nochmal zu den Zahlen, die aktuelle Quote in Gaza für jeden getötete oder verwundete Hamas sind es 2:1. Das bedeutet 2 Zivilisten für einen.
Gaza. Okay, du kannst jetzt sagen, das ist dir zu hoch. Okay, das ist deine persönliche Meinung. Aber bedenke dabei, weltweit liegt diese Quote bei 1:9. Okay, Israel ist die Nation mit der absolut besten Quote, was urbane Kriegsführung betrifft, mit 2:1. Besser ihr als seid die schlimmer USA als Nazis, hirngestört, behindert. In Irak mit 1:4, wo sie versucht haben, die Herzen und die Köpfe der Irakis zu gewinnen. Okay. Friedlicher Islam, habt ihr es gehört? Ja, haben wir gehört. Aber wir haben es geschafft, diese Quote, wir kümmern uns so sehr um Zivilisten, auf 1:2 runter. Wo müsste die Quote für dich liegen, dass du sagst, du bist mit der Bodenoffensive okay, damit wir unsere Geiseln zurückbekommen von dieser Terrorgruppe? Welche Quote wäre für dich also? 1:1 höchstens? Ein Zivilist pro Kämpfer und vielleicht, wenn es ein Kommandant oder so ist, dann sind zwei, also wie funktioniert es bei dir? Iman, bist du noch da? Wir hören dich nicht. Sie ist noch da. Redet sie? Mm-mm. Vielleicht müssen wir sie kurz raus. Du besprichst wahrscheinlich mit Al Jazeera. Was er weiter sagen kann. Ich spreche mit Al Jazeera. Sehr schön, Rambo. Ich habe gesagt, ich bin keine Politikwissenschaftlerin. Komischerweise der internationale Gerichtshof, sämtliche Institutionen, Menschen auf der ganzen Welt sprechen auf diese schlimme Situation an, die sich als Genozid erachtet, weil wirklich die Menschen einfach bombardiert werden, getötet werden. Warte, Iman, ich will dir nochmal die Frage stellen. Wo muss die Quote liegen? Wo muss die Quote für dich liegen, dass du sagst, es ist in Ordnung? Ich werde doch keine Menschen als Quote bezeichnen. Okay, aber wie willst du dann einen Krieg führen? Ich habe jetzt Iman gestummt. Ich möchte einfach nur festhalten, Iman, dass du hier behauptest, Israel würde Genozid begehen. Das kannst du aber nicht belegen, nicht mal in eigenen Worten. Du beziehst dich auf Al Jazeera, aber in eigenen Worten kannst du es nicht. Ja, und wenn man dich nach der Quote fragt, dann sagst du es auch ab. Du sagst, ich bin keine Politikwissenschaftlerin. Ich habe jetzt dein Geschwurbel 20 Minuten gehört. All das sind feindliche, judophobe, israelhassende Aussagen unter dem Deckmantel, jetzt bist du auch abgehauen, unter dem Deckmantel von Gutmensch. Ich bin für dies und für jenes und findet ihr das gut, dass Kinder sterben? Du findest es gut, dass Kinder sterben. Für dich bringst du sie auf den Altar, nur um deine Hasspropaganda, die du auch an deine Kinder mitten in Deutschland weitergeben wirst und an alle weiteren Kinder. Ihr seid eine toxische Gesellschaft. Nochmal, sechster Punkt. Sie glauben, dass Israel einen Völkermord begeht. Realität, Israel hat alles getan, um die Bewohner des Gazastreifens zu evakuieren und hat Bodentruppen entsandt, um zu verhindern, dass Zivilisten durch Bomben getötet werden. Hamas hat alles getan, damit die Zivilisten durch Bomben getötet werden. Hamas hat alles getan, damit es zum 7. Oktober kommt, damit es zu der Bodenoffensive kommt, damit die ganzen Geiseln nicht freigelassen werden und damit die Geiseln sterben. Es ist alles die Verantwortung der Hamas. Und wir haben hier in Deutschland Millionen Schläfer, auch weibliche und junge, die das großartig finden und die das unterstützen. Natürlich in einer neuen Verpackung. I'm pro-human, Mensch ist Mensch, ich bin für Menschen und so weiter. Das glaubt euch keiner. Wenn ihr über Genozid sprecht, dann sprecht ihr so, als würdet ihr über einen Lollipop sprechen, weil ihr wisst nicht, was ein Genozid ist. Aber ihr müsst eins wissen, wer so oft den Teufel ruft, er wird Erfolg haben. Sprich nicht vom Genozid, wenn du nicht weißt, was Genozid bedeutet. Kian, du hast jetzt das Wort. Entschuldige, dass ich reingefallen bin. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich wollte nur mal sagen, wenn man immer wieder mit solchen Kampfbegriffen wie Genozid um sich wirft, dann entsteht ein dramatischer Eindruck. Oh, es muss was getan werden. Ich vermisse aber die Empathie gegenüber den 1400 toten Israelis. Das war auch ein Genozid. 500.000 Juden wurden
mussten in den ersten Monaten von der Grenze wegziehen und mussten in anderen Teilen von Israel Zuflucht suchen. Ab jetzt sagen wir alle nur noch nicht mehr 7. Oktober Massaker, wir sagen jetzt 7. Oktober Genozid, okay? Genau, danke. Genau. 7. Oktober Genozid. Das war eine gezielte Auslöschung von einer bestimmten spezifischen religiösen und ethnischen Minderheit. Die Palis, die da gekommen sind, die haben sicherlich ein paar Thailänder und auch ein paar Araber erwischt und umgebracht. Aber sie haben in erster Linie gesagt, die Juden sind unser bevorzugtes Ziel. Und ich glaube, die Anna hatte auch etwas Anna hat auch etwas vorbereitet. Vielleicht kann Anna das ja mal kurz zeigen. Das ist halt immer so schlimm. Die werfen immer mit Genozid um sich. Und wenn man sie dann fragt, warum das Genozid... Du meinst die Wachstumsrate? Ja, die Wachstumsrate. Ich brauche einen kurzen Moment. Okay. Ja, und es werden hier mit Kampfbegriffe herumgeworfen, die diese E-Mail zum Beispiel direkt von der Straße aufgepickt hat. Also sie reflektiert nicht, was sie da eigentlich benutzt. Sie benutzt sie und sie plappert dann die Al Jazeera und Pali-Propaganda nach. Ja, sie kann es ja nicht beweisen. Immer ausgewichen. Ja. Immer wenn man sie gefragt hat, warum diesen Genozid ist, nach den geltenden Definitionen, weicht sie aus. Ja. Ja, Simba, du hast da gut aufgepasst. Sie ist mir echt ganz oft ausgewichen. Ich bin auch ein bisschen müde. Aber du hast immer wieder gut drauf festgenagelt, dass sie eigentlich nie eine Frage beantwortet hat. Auch mit der Quote. Ich habe sie dann gefragt, ja, welche Quote ist denn für dich in Ordnung, dass es kein Genozid ist oder dass es nicht mehr schlimm ist, ja? Also dass wir unsere Bevölkerung nach Hause zurückholen dürfen. Was braucht es dafür? Sie hat überhaupt keine Empathie. Menschliche Menschlichkeit für Menschenrechte. Ja. Anna, magst du das mal erklären, was du da gepostet hast? Also, dass die Israelis zweimal so wenig gewachsen sind in ihrer Bevölkerungsrate wie die Leute in Gaza. Hier sind irgendwie die Zahlen aber relativ klein. Kannst du das sehen besser, Kian, als ich? Ja, also es sind jetzt iPhone? Zahlen, ganz genau. Also im Vergleich, also von 1995 bis 2021 ist die palästinensische Bevölkerung stetig angestiegen. Und zwar im Kontrast zu Israel und Pakistan wächst die palästinensische Bevölkerung und schrumpft nicht. Also die Wachstumsrate an Menschen, die Population an Palästinenser ist höher, also der Wachstum, der Bevölkerungswachstum ist höher als der Bevölkerungswachstum in Israel. Während in Israel der Wachstum stagniert an Menschen, wachsen in den Autonomiegebieten und in Gaza stetig die Bevölkerung an. Sogar in einem so bevölkerungsreichen Land wie Pakistan ist die Wachstumsrate nur 1,8% und in Israel 1,6%, während die Wachstumsrate in den palästinensischen Gebieten bei 2,5% liegt. Das heißt, hier sehen wir, dass zwei, drei kleine Enklaven, die als Autonomiegebiete klassifiziert werden, die Menschen darin rasant wachsen, also durch Kinderzuwachs. Ja. Und wenn man dann von einem Genozid spricht und das ausblendet, dann frage ich mich wirklich, was zur Hölle ist für euch ein Genozid? Ja, dann verliert dieses Wort jegliche Bedeutung. Und was ist die Menschlichkeit? Ja, was ist für euch Definition Menschlichkeit? Lügen, Hetzen und Heucheln, das ist eine Doppelmoral. Von einem Genozid zu sprechen, von einer Seite der israelischen Armee auf Arabisch, die natürlich nur auf Al Jazeera gezeigt wird, wo zugegeben wird, das, was Al Jazeera schon längst zurückgezogen hat, weil es eine Lüge war. Ich habe damit angefangen, mit Pollywood. Warum? Weil das, was diese Frau behauptet hat, behauptet jeder zweite TikToker,
aus der muslimischen Gesellschaft, komischerweise. Der Islam ist ja so friedlich und die sagen, ja, die Kritik am Islam ist erlaubt. Ich kritisiere nicht den Islam, ich kritisiere die Menschen. Der Islam kommt in unsere Gesellschaft, nach Deutschland, nach Europa, durch Muslime, durch Menschen. Der Islam fällt nicht auf uns vom Himmel. Der Koran rennt mir nicht hinterher, er hat mir nichts getan. Aber die Menschen leben ihn aus. Ihr verbreitet ständig Lügen. Das, was Al Jazeera da verbreitet hat, war eine Lüge. Die haben das zurückgezogen. Ich habe mit Bollywood angefangen. Ja, und ihr unterstützt das, indem ihr alles hört, was ich sage und es trotzdem behauptet. Was ist Menschlichkeit? Heucheln, Lügen, Hetzen? Ja, und Al Jazeera ist sowieso komplett, hat jegliche Kredibilität verloren. Ja, da ist eine mit arabischer Schrift und da meinte das auch jetzt die USA. Verboten hat, sag ich mal, oder Waffenstillstand. Hat nicht verboten, aber dazu gleich Abstimmung enthalten. Isaac, die haben sich vorhin heute Abend bei einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat enthalten. Nee, ich weiß das. Ich rede ja nicht über mich. Einer hat sich geäußert, was wir dazu sagen. Ich wollte noch was anderes sagen. Die hat vorhin Phosphorwaffen erwähnt. Okay. Diese Bombenart ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs verboten. Aber wir haben es nicht unterschrieben und die USA auch nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass Israel diese Waffen, Phosphorbomben einsetzen würde. Phosphorbomben, zum Beispiel in Libanon, ist es ja legitim. Wir haben keine Konvention unterschrieben, die uns davor verpflichtet ist. Ja, aber ich bezweifle. Man kann Phosphor auch einsetzen, ohne dass es brennt. Man kann also, dass es Harm zu Zivilisten macht. Man kann es ganz einfach, jede Armee benutzt in dem Sinne Phosphor als als Rauchablenkung. Für Panzer und so weiter, Infanterie. Aber nicht mehr so direkt als Waffen, als Inhalt einer Bombe direkt. Nein, aber es ist natürlich, hat auch militärische. Blendmittel, ja, aber nicht mehr als wie während des Zweiten Weltkriegs bei Luftangriffen. Die Alliierten oder die Deutschen. Wie gesagt, wird in der Hinsicht wird auch keiner machen mehr, weil die Gefahr. Phosphorbomben einzusetzen, ist einfach zu hoch. Das sieht man ja, wenn man sie bei uns in Deutschland immer noch wieder findet. Und ich kann nicht an diese E-Mail gerade erwähnen, die war vor einigen Wochen, Monaten schon irgendwo im Stream, da hat sie ja erzählt, sie wäre ja angeblich Rechtsanwältin, beziehungsweise Studentin, Rechtsstudentin. Nein, das war Chidem, oder? Das war doch Chidem. Nee, das war die, genau, ich habe mir deren Bild angesehen. Das war genau die. Das ist dieselbe gewesen, oder? Doch, das war die. Ich habe mir ihr Profil angesehen. Das war genau die. Nein, das war die genau nicht. Die klang ganz anders. Nee, das waren genau die gleichen Bilder. Hä? Krass, okay. Da waren genau die gleichen Bilder. Ja, whatever. Ist ja auch egal. Also sie hat auf jeden Fall überhaupt keine Ahnung. Sie wusste ja nicht mal, dass Ägypten die Rafah kontrolliert. Das ist halt das Ding. Ich habe eine wirklich coole Story von gesehen darüber. Die Leute, das ist so wie ein Buch, über das sie gehört haben. Sie haben überhaupt keine Ahnung, aber wollen darüber reden. Ja, aber das ist nicht euer 10-Minuten-Programm heute Abend. Es sterben Menschen auf beiden Seiten, leiden Menschen. Und es ist nicht irgendein Unterhaltungsprogramm oder so. Das checken die Leute nicht. Israel verschwindet nicht. Und je früher die Leute damit Frieden machen, dass sie Frieden machen müssen mit Israel, desto eher kann man über wirklich eine Lösung reden. Aber solange die dazu nicht bereit sind, müssen wir mit den Leuten zusammenarbeiten, die es sind. Zum Beispiel UAE. Wir haben jetzt Abu Dhabi dazu überredet, dass sie für den Wiederaufbau nach Gaza sozusagen die Kosten übernehmen. Also ist ja für sie auch gut. Das ist eine Menge Geld, das am Ende bei rumkommt für sie. Aber das ist, weil Katar wollte das übernehmen und wir sind 100% dagegen, dass Katar auch nur einen Fuß in Gaza setzt. Ja. Aber ja, wie gesagt, solange die andere Seite nicht bereit ist, Frieden zu schließen,
kannst du halt keinen Frieden schließen. Wir sind. Dich fragt ein Mensch mit ein friedlicher Moslem wahrscheinlich. Wir kommen auch gleich wieder zu TikTok. Nes, danke, спасибо тебе. Я просто сейчас не могу на русском. Огромное спасибо. Und zwar, Leon fragt dich ein Mensch mit arabischem Namen. Ich kann das natürlich nicht übersetzen. Simbamon, mach bitte deine Kamera an, zeig dich nicht, damit du nicht verschwindest. Also Leon, an dich die Frage und dann gehen wir wieder zu Fakten, denn wir können diese ganzen Lügen bekämpfen nur mit Tatsachen und wir lesen gleich wieder mit euch Tatsachen vor und werden hier Zionistologie machen. Aber die Frage, Leon, das Einzige, was verschwinden soll, wäre am liebsten die Palästinenser aus Gaza, nicht wahr? Schau mal, wir haben vor Monaten schon gesagt, dass sie am besten aus Gaza gehen sollen, weil es eine aktive Kriegszone ist und wir, anders als ihr, uns um die Leute, um die unschuldigen Leute Sorgen machen und wollen, dass sie das Land verlassen können. Was hat Ägypten gemacht? Sie haben die Grenze abgeschottet, einen riesen, noch mehr Fans, also noch mehr Stacheldraht, noch mehr Gräben, noch mehr Panzer. Sie haben extra mehr Panzer dahin verlegt an die Grenze, weil sie Angst haben, dass die Leute... So, dann schau nicht zu uns. Frag Ägypten, frag nicht mich, frag Ägypten. Schau mal, für Israel ist jeder Tote eine Tragödie. Für die Hamas und Leute wie euch ist jeder Tote auf eurer Seite, ihr feiert das, heimlich feiert ihr das. Das ist das Eklige. Übrigens, so wie die Nest den Stream unterstützt, der Stream wächst sofort. Bitte liken, bitte, bitte liken, bitte unterstützt es, wie ihr könnt, kostenlos oder mit Geld. Sitzt nicht still. Ich mache weiterhin Aufklärung. Und wir beginnen mit dem ersten. Über die Fakten. Ja? Weil nur Fakten bekämpfen Lügen. Die Wörter Palästina oder Palästin auf Arabisch kommen im Koran nicht vor. Palästina wird auch weder im Alten noch im Neuen Testament erwähnt. Es kommt mindestens 8-mal in 8 Versen der hebräischen Konkordanz der King James Bibel vor. Fakten. Obwohl der genaue Ursprung des Wortes Palästina seit Jahren diskutiert wird und immer noch nicht sicher geklärt ist, geht man davon aus, dass der Name vom ägyptischen und hebräischen Wort Peleshet abgeleitet ist, das im Tanach nicht weniger als 250 Mal vorkommt. Grob übersetzt bedeutet der Begriff bewegend oder wandernd und beschrieb die Bewohner des Landes nordöstlich von Ägypten, die Philister. Die Philister waren ein ägäisches Volk, enger mit den Griechen verwandt und ohne ethnische, sprachliche oder historische Verbindung zu Arabien, das im 12. Jahrhundert vor Christus die Mittelmeerküstenebene eroberte, die heute zu Israel und Gaza gehört. Vor der israelitischen Eroberung nannten die Ägypter das heutige Israel Syrien und den Libanon Retenu. Der Begriff Kanaan tauchte im 15. Jahrhundert vor Christus auf und wurde später nach der jüdischen Rückkehr aus Eretz Bnei Israel, das Land der Kinder Israels, oder Eretz Israel, genannt Ägypten. Der Name Israel wurde erstmals im 10. Jahrhundert vor Christus verwendet, um sich auf das nördliche jüdische Königreich nach der Teilung des Königreichs Salomo zu beziehen. Während der persischen Zeit wurde das Gebiet, das heute zu Israel und Syrien gehört, als Koele Syrien bezeichnet. Eine Ableitung des Namens Palästina taucht erstmals im 5. Jahrhundert vor Christi in der griechischen Literatur auf, als der Historiker Herodot das Wort Palästina für den von den Philistern bewohnten Küstenstreifen verwendete.
Arabien wurde 105 nach Christus von Kaiser Trajan gegründet und an Palästina gegliedert. Im Jahr 358 wurde der Negev und das südliche Transjordanien zu einer separaten Provinz namens Palästina Salutaris, Entschuldigung. Um das Jahr 390, während der byzantinischen Zeit, wurde die kaiserliche Provinz Syria-Palästina in Palästina Prima, Palästina Secunda und Palästina Salutaris umstrukturiert. Nach der muslimischen Eroberung wurden Ortsnamen ins Arabische umgewandelt. Palästina Prima wurde zu Palästin und Secunda zu Urdun, Jordanien. Der Name Palästina wurde im frühneuzeitlichen Englisch gebräuchlich. Es wurde beispielsweise von den Kreuzfahrern im Mittelalter genutzt. Laut Bernard Lewis gewann die Bezeichnung des Heiligen Landes als Palästina in den Europäern ab der Renaissance an Bedeutung. Unter dem Osmanischen Reich 1517 bis 1917, also 400 Jahre, wurde Begriff Palästina als allgemeiner Begriff zur Beschreibung des Landes südlich von Syrien verwendet. Es war keine offizielle Bezeichnung. Viele Osmanen und Araber, die in dieser Zeit in Palästina lebten, bezeichneten das Gebiet als Südsyrien und nicht als Palästina. Während der 2600 Jahre waren diejenigen, die in dem Gebiet lebten, das der römische Kaiser Hadrian in Palästina umbenannte, als Palästinenser bekannt, darunter Christen, Juden, Muslime und Menschen jeglicher ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Dementsprechend beschrieb Palästinenser keine einzelne ethnische oder religiöse Gruppe. Seine Definition galt für jeden, der in dem Gebiet lebte. Im Einzelnen nannten sich die Araber nicht Palästinenser. Die meisten identifizierten sich als Christen oder Muslime, als Mitglieder eines Clans. Die beiden Hauptkonkurrenten waren die Husseinis und Naschashibis und als Einwohner einer Stadt wie die Jerusalemer. Im Vorfeld der Unabhängigkeit Israels im Jahr 1948 war es in der internationalen Presse üblich, Juden und Nicht-Araber, die im Mandatsgebiet lebten, als Palästinenser zu bezeichnen. Laut Zachary Foster, das war ein Historiker, wurde das Wort Palästinenser zur Bezeichnung der arabischsprachigen Bevölkerung Palästinas erstmals 1898 von Kali Baidas verwendet. Farid Georges Kassab, ein in Beirut ansässiger orthodoxer Christ, bemerkte dies nebenbei in seinem 1909 erschienenen Buch Palästina Hellenism, ja, und Klerikalismus, dass die orthodoxen palästinensischen Osmanen sich selbst Araber nennen und tatsächlich Araber sind, obwohl sie die arabischsprachigen Palästinenser im Rest des Buches als Palästinenser, Moment, das war jetzt ungünstig, so als Palästinenser bezeichnen. Im Juni 1913, ach ja, ihr könnt euch Notizen machen, es alles selber nachschauen, ja, und nachlesen. Im Juni. Ich will dazu nur kurz einwerfen, weil ich hatte gestern schon wieder so eine Blauhaarige, die mir gesagt hat, aber Palästinenser sind keine Araber. Ich meinte nur zu ihr, ja, dann geh mal nach Gaza und sag denen, dass sie keine Araber sind und schau, was mit dir passiert. Ja, sehr gerne auch. One-way-Ticket.
Im Juni 1913 begann sich in den Medien das Konzept einer palästinensischen Identität zu formen, was den osmanischen Parlamentarier und muslimischen Jerusalemer Ruhi al-Khalidi dazu veranlasste, einen Artikel mit dem Titel »Die palästinensische Rasse« für die Zeitung Palästin zu schreiben, indem er argumentierte, dass Zionisten seien der Versuch, in Palästina eine Ausgrenzgesellschaft zu schaffen. Großsyrien, 6 Jahre später, fand 1919 der erste arabisch-palästinensische Kongress statt, bei dem David Margolis feststellte, dass die Araber die palästinensische Einheit und Unabhängigkeit forderten, obwohl sie Palästina immer noch ein Teil von Großsyrien betrachteten. Mit der britischen Eroberung des Landes im Ersten Weltkrieg wurde Palästina zum ersten Mal seit der Antike zu einer eigenständigen Einheit. Diesmal im Rahmen eines Mandats, das vom britischen Empire gehalten und vom Völkerbund genehmigt wurde. Der zur Bezeichnung dieser Entität gewählte Name war Palästina, eine Wiederbelebung einer fast vergessenen Antike. Dieses Gebiet umfasste nicht nur das heutige Israel, sondern auch das heutige Jordanien. Juden in der Region lehnten den Namen Palästina ab, weil er mit dem in Verbindung gebracht wurde, was Lewis sagte, es sei der weitgehend erfolgreiche römische Versuch, die jüdische Identität des Landes Israel zu zerstören und auszulöschen. Folglich bezeichneten Juden das Land auf Hebräisch typischerweise als Eretz Israel. Dennoch würden sie sich auf Englisch als palästinensische Juden identifizieren, wie Institutionen wie die Zeitung Palestine Post, später Jerusalem Post, und das Palestine Symphony Orchestra, später Israel Philharmonic Orchestra, zum Ausdruck bringen. Laut Lewis stimmen die Juden zu, das ins Hebräische transkribierte Wort Palästina zu verwenden, wenn eine Bezeichnung erforderlich war, beispielsweise auf Briefmarken, auf Münzen. Die Abkürzung Aleph J wurde hinzugefügt, um sich auf Eretz Israel zu beziehen. Ich entschuldige mich, auf Arabisch und Hebräisch bin ich tatsächlich B2-Verweigerin. Ja, Maschallah, Inshallah. Akzentschallah. 14.3, das habe ich hier gekennzeichnet. Das Wichtigste eigentlich, weil jeder muss verstehen, dass es schon ein Palästina gibt. Es heißt Jordanien. Und das ist wichtig, dass ihr euch das anschaut, um auch das Nächste zu verstehen. Die Westbank nach dem Krieg von 1948 stellte der Historiker Benny Morris fest, dass Palästina-Araber noch nicht Palästinenser genannt wurden. Darüber hinaus hatten die arabischen Mächte kein Interesse an der Schaffung einer palästinensischen Einheit. Stattdessen übernahmen die Syrer, Ägypter und Jordanier die Kontrolle über die von ihnen besetzten Gebiete. 1950 annektierte das damalige Transjordanien Gebiete in Ostjerusalem und Teile von Judäa und Samaria, die es während des Krieges erobert hatte und von denen Teile einem arabischen Staat zugeteilt worden waren. Nur das Vereinigte Königreich, der Irak und Pakistan erkannten die Entscheidung an. So viel zum Thema, meine Lieben, zur illegalen Besatzung und illegalen Siedlungen.
Während der 19 Jahre, in denen Jordanien das Gebiet kontrollierte, wurde es nicht als besetztes Land bezeichnet. Die Palästinenser forderten weder das Ende dieser Besatzung noch die Schaffung eines unabhängigen Staates. Ebenso haben die Vereinigten Nationen keine Maßnahmen ergriffen, um den Landraub zu verurteilen. Zu dieser Landraub nicht von Palästina, weil Palästina war kein Staat zu der Zeit, sondern das Land gehörte Israel und Jordanien hat das von Israel geraubt. Lieber Mann, der auf Arabisch irgendwie seinen Namen geschrieben hat und nicht mal auf Deutsch, du kannst, du liest alles von Al Jazeera, ich verstehe, du kannst deine Fragen gerne hochkommen und stellen, du kannst auch gerne dir etwas aufschreiben, sowas wie Kopfarbeit machen, eigenständiges Denken und das alles nachschlagen, wo du willst. Ich habe Riesenarbeit gemacht, Kian hat eine Riesenarbeit gemacht, viele Autoren haben Riesenarbeit gemacht, viele Staatsoberhäupter, die das zusammengefasst haben in Staatsberichten, haben eine Riesenarbeit gemacht. Ich habe es hier zur Verfügung gestellt, du kannst dich weiterbilden oder dämlich bleiben. Das ist deine Entscheidung und deine Wahl. Also. Ebenso haben die Vereinigten Nationen keine Maßnahmen ergriffen, um den Landraub zu verurteilen. Also wenn Landraub geschieht von Arabern, an Arabern oder an Israel, dann ist das ja kein Problem. Ja? Zu dieser Zeit begann man das Gebiet westlich des Jordan. Ganz kurz, bevor du weiterliest mit Westjordanland, weil das ist auch wichtig, aber nicht nur, dass sie es nicht verdammt haben, diesen Landraub von Israel. Es gab bestimmt Leute, die gesagt haben, ja, guck mal, Jordanien, ihr habt kein Recht auf das Land. Jordanien wusste es, alle wussten es. Aber die Menschen, die dort gelebt haben, die sich nicht als Palästinenser gesehen haben zu der Zeit, das ist das Wichtige, haben Jordanien angebettelt, Transjordanien, dass sie sie annektieren. Sie wollten nicht ein eigenes Land gründen und sie wollten nicht zu Israel gehören, sie wollten zu Jordanien gehören und sie wollten, dass Jordanien sie annektiert und später vom Westjordanland, von Judäa, von unserem Herzland, die Ironie dabei, von diesem Gebiet aus das als Sprungbrett benutzt, um ganz Israel zu erobern. Und sie unterstellen das aber den Israelis. Zu dieser Zeit begann man, das Gebiet westlich des Jordan als Westjordanland zu bezeichnen. Dies war eine völlig neue Bezeichnung für die Gebiete, die ausschließlich auf ihrer geografischen Nähe zum Fluss beruhte. Zuvor hießen sie, wie im UN-Teilungsplan, noch Judäa und Samaria. »1959 befürworteten die Vereinten Nationen ohne Diskussion im Wesentlichen die Annexion und begannen die Gebiete als Jordanien zu bezeichnen. Also die UN hat im Prinzip die illegale Besatzung anerkannt als legal. Ohne zweites Wort. So viel zum UN.« Erst nach der Wiedervereinigung Jerusalems durch Israel und der Einnahme von Judäa und Samaria im Jahr 1967 einigten sich die Vereinigten Nationen auf den Begriff Westjordanland. Lewis argumentierte, dass die Idee in dem von Jordanien besetzten Gebiet eine unverwechselbare arabische nationale Einheit Palästina zu entwickeln, erst nach dem Sieg Israels entstand, als Jordanien seine Ansprüche zurückzog und die Vertretung der Palästinenser an die PLO abtrat. Mashallah, Akzent Akbar. Und unten ist eine Hamstereinrichtung. Da meint er, dass Israel ausgelöscht wird, dass das eine Vorhersage ist und ich sage umgekehrt, dass die Kameltreiber ausgelöscht werden. Ah,
Also, die Vorlesung von heute für die Al Jazeera-Patienten und natürlich auch für alle normalen Menschen, die einfach nur Informationen brauchen. Alles, was ihr vielleicht vertiefen wollt, könnt ihr rausschreiben und da sich bestätigen lassen, wo ihr wollt. Ihr könnt das in Büchern nachlesen, das Internet ist voll, YouTube ist voll, TikTok ist voll. Wirklich, es kommt nur darauf an, wollt ihr das mit Fakten und geschichtlich, ihr werdet geschichtliche Belege sehen oder auf solche Menschen hören, die einfach schwubeln und sagen, Mensch ist Mensch. Wo ist mein Speedy? Eine Frage nur. Ich gehe den mal suchen. Speedy? Ich sehe, also bei mir wird er noch angezeigt, dass er oben ist. Ja, hallo Speedy, schläfst du? Wach auf. Hallo. Vielleicht ist es das gleiche wie bei mir gerade eben. Ich konnte nicht reden, aber wurde immer noch als oben angezeigt. Ich sehe nur Kian, ich sehe Andreas, ich sehe ich bin's, ich sehe, ach, da ist Speedy, Mensch. Speedy, der war früher wach grün. Auf. Speedy. Ja, da tut einer behaupten, in die Bibel steht Speedy angeblich. Speedy schreibt dass, ja. Angeblich, ja, in die Bibel angeblich steht, dass Israel nicht mehr existieren wird. Da steht was Umgekehrtes. Da werden alle Kameltreiber und alle diese Völker, ja, wo Israel losgehen, die werden alle sich aneinander Nackentherapie machen. Genesis 49,9, ich habe es mir aufgeschrieben, ich bin kein Bibel, aber das finde ich so schön, ja. Vielleicht wisst ihr, was es ist, 49,9 Genesis. Wer Israel verflucht, sei verflucht und wer Israel segnet, ist gesegnet. Ich finde, das ist so ein schönes Zitat. Mashallah, Inshallah, Bismillah. Und hier schreibt Allah love, loves Israel. Bei Fashion lästert gerade jemand über Anna. Kann jemand das sagen, dass das Jordanien heißt? Na gut, wenn die nicht Transjordanien und Jordanien kennen. Und, ach so, der meint Jordan. Ja, Jordan ist auch Jordanien. Das ist auf Englisch. Ja, alleine Westjordanland ist so dumm, die Bezeichnung, weil Palestine alles ist Land. Auf Englisch und Jordan ist auf Englisch. Fashion kann einfach kein Englisch, also nicht Fashion, wahrscheinlich jemand anderes lässt da. Einfach mal englische Übersetzung, mehr nicht. Ja, ja, und Fashion muss ein bisschen mal Kamelurin trinken, dass das Gehirn das ist das nicht Fashion, sich das verbessert. Das darüber lacht. Und bei Lelouch ist streamen, meine Güte, Leute, schreibt mir das nicht, weil mich interessiert das nicht. Ich weiß, dass die immer streamen. Es ist wichtig, dass wir beim Thema bleiben. Ich bin's, ich will nur kurz sagen, dass ich finde es immer schön, mit dir im Stream zu sein. Du bist noch eine andere Generation, die kein Blatt vor den Mund nimmt und ich finde das sehr erfrischend, dass solche Leute... Ja, ja, weil Leon, ich bin ja zwischen diese, das heißt ja so, wenn du zwischen Wölfen wohnst, du musst wie ein Wolf heulen. Von der Generation bin ich. Ja, ja. Ich finde das gut einfach. Ich finde das auch gut. Ich auch. Also, wenn ihr die Flaggen seht, Jordan und Palästina oder Jordanien und Palästina, dann seht ihr überhaupt keinen Unterschied außer einem Sternchen. Was glaubt ihr, wieso? Lasst uns raten. Ja, für uns ist das sehr klar. Das ist alles dasselbe Klientel, wo Palästinenser werden jetzt, Frau Palis werden jetzt ja, sagen. Sogenannte Schau, Palästinenser, das Grün ist ein anderes. Seit Araber und das Dreieck von diesem bösen Mann stammen. Wir sind doch alle Menschen, Mann. Ursprünglich vom Königreich Hejaz. Das wurde ja damals mitgegründet. Das kann man ja nachgoogeln. Also wirklich das Titelbild von der Wikipedia-Seite vom Königreich Hejaz ist die heutige Palästinenserflagge. Ja. Und sie wurde von Sir Henry irgendwas erfunden. Also eigentlich sind die Palästinenser ja die Kolonisten. Ihr Name kommt von den Römern, ihre Flagge kommt von den Briten. Genau. Sie sind ein koloniales Volk durch und durch. Ägypten,
Syrien, Saudi-Arabien, Jordanien, ja. USW. Also sind es die eigentlich die wahren Kolonisten? Was heißt Kommunisten? Kolonisten habe ich. Nicht Kommunisten. Kommunisten nicht. Ja. Oder also mit denen arbeiten sie auch, wenn es ihnen hilft, aber nee, sie sind keine Kommunisten. Wollen wir ihn hochlassen und den quatsch mich nicht an? Wer ist das? Ja, weiß ich nicht, müsst ihr entscheiden. Ja, unten ist Anna La Marokain. La Marokain. Oder Anna. Du musst ein bisschen Vermehlpisse trinken, dass dein Gehirn sich verbessert. Nein, der soll aufnehmen. Der soll draufnehmen. Ja, ja. Ach so, ist der Anna. Ja. Hey. Ja, und du Ziege. Ziege im Hintergrund, Teppichziege, ey. Was machst du da, Mann? Das ist illegal. Diese Teppichziege war eben drin. Das ist illegal in Deutschland. Hier schreibt jemand, die wollen nur aufnehmen und anzeigen, aber was sollen die anzeigen, dass die mit einer Ziege ihre Freizeit nachts verbringen? Ja, ja. Und außerdem mit einem Mann, ja, wo Alzheimer hat und in die Psychiatrie zurzeit ist, was können sie unternehmen? Man kann keine schlimmere Strafe haben. Das war der friedliche Islam. Das ist einfach nur ein Intro darüber, dass eben IQ ist Haram. Die haben anscheinend sonst keine Ruhe, wenn sie nicht irgendwie hier irgendwie ihr Unwesen treiben können. Das ihr seid, glaubt, nur islamhassender Hetzer. Nein, wir sind nur Menschen. Wow, danke. Ich habe ein neues Wort. Astagfirullah. Kian, was heißt das? Aber Islam ist Frieden. Islam ist menschliche Menschen. Wir sind für Menschenrechte und Menschlichkeit. Kian, kannst du bitte übersetzen? Astagfirullah ist das Astagfirullah bedeutet so viel wie möge Allah mir verzeihen. Astaghfirullah. Aha. Okay. Ich dachte, das ist Mensch, ist Mensch. Ja, ja. aber das die Anika-Kultur fand ich super mit dem Gebetsteppich und wo er sagt, Allah schickt mir bitte Hilfe und Allah schickt ihm Gehirn runter. Das fand ich gut. Ja. Und so. Nein, aber Kian, vielleicht aus muslimischer Sicht, weil Beats hat dann diese Zitate, diese 5 Zitate über den Koran, wo drin steht, dass Israel den Juden gehört und eins davon ist irgendwie eine Endzeit-Prophezeiung oder so. Kannst du da, weißt du davon was? Naja, also dass Israel den Juden gehört, das wird eindeutig vom Koran unterstützt. Und das alles beginnt faktisch ab Sure, also ab in Sure 5, Vers 20. Und von dort ab wird sozusagen den Juden nicht nur der Zugang zum Heiligen Land gestattet, auch der Koran erwähnt, dass sie das Volk, das darin lebt, bekämpfen dürfen. Ja, und sie zögern. Sie sagen dann, oh mein Gott, darin befindet sich ein übermächtiges Volk. Wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Und dann sagt Allah, macht sie alle kalt. Also es gibt, selbst wenn sie Palästinenser sich als die Kanaaniter bezeichnen und sagen wir mal, das Volk vor den Israeliten dort war und diese heutigen Palästinenser Muslime sind, dann müssten sie eigentlich ihre Schnauze halten und dürften eigentlich keinen Freiheitskampf für Palästina führen. Zumindest nicht aus islamischer Sicht. Denn aus islamischer Sicht gehört dieses Land den Juden. Und Gottes Urteil ist nicht begrenzt. Es gehört den Juden immer. Laut Koran gibt es keine Zeitbegrenzung. Die islamischen Gelehrten haben keine Zeitbegrenzung dafür gefunden. Und deshalb müsste jeder Muslim faktisch ein Zionist sein. Also jeder Muslim, oder mit anderen Worten, jeder Muslim, der kein Zionist ist, ist ein Kafir. Ja, spricht dann gegen Allah. Und kommt in die Hölle, oder das Jehenne. Kommt alle nach Jehenne. Siebte Hölle mit brennendem Seil, die ist das. Mit Lavaflüssen. Ja. Wie sie ihm ja immer bei Ölmen drohen, dass er in Lava schwimmen wird. Du wirst brennen. Genau. Ich habe noch was für uns, Kian. Das ist genial. Ich weiß nicht, woher du das alles nimmst. Ich habe es jetzt angepasst. Das ist die UNO, von dem hier Shab Ramadan immer wieder hier mit der arabischen Schrift hier andauernd rumschreit.
Die UNO ist ein Dreckshaufen aus korrupten Dritte Weltstaaten, aus islamischen und arabischen Diktaturen, aus kommunistischen Diktaturen, aus faschistischen Staaten. Und wer sollte sich überhaupt darum kümmern, was die UNO zu Israel zu sagen hat? Wenn ich Israel wäre, ich würde drauf scheißen, was die UNO mir nach dem 7. Oktober alles an den Hals bringt. Was bringen. Israel auch macht. Ja. Und dann werden, ich bin jetzt mal hier der Bibi geäußert, ja, heute. Schaut euch das an. UNO nicht hören. Schaut euch das an. Dieses Bild zeigt, was für Dreckskerle in der UNO sitzen. Ich lese mal vor. Aber hey, Kian, wie könnt ihr denn über andere Kulturen so urteilen? Die sind halt anders als wir im Westen. Ja. Zivilisierte Gesellschaft schreibt, I love you, Kian. Wie süß. Also, danke schön. Also, ich werde jetzt mal vorlesen, falls für jemanden das zu klein ist. Wir erklären, dass Zionismus Rassismus ist. Krieg ist Frieden und Terrorismus ist Freiheitskampf. Oh mein Gott, das erinnert mich so sehr an unsere friedliche muslimische Gesellschaft, die vor ein paar Jahren sich traf, um auf der Straße zu schreien, Juden ins Gas und jetzt Juden ins Meer. Ja. Die UNO ist eine Bande von Dritte Weltstaaten hier und die sind alle gegen Israel und deswegen ziehen sie eine Resolution nach der anderen durch. Das ist der Grund. Und die Welt hat über Trump gelacht, als er gesagt hat, er will aus der UN austreten, weil sie korrupt ist. Ja. Und die haben es nicht mal, die Medien haben ihn fertig gemacht deswegen. Ja. Es ist aber ein Misthaufen und was sollte Israel sich darum scheren? Sie sind von Wilde umzingelt. Leute, so viele Araber, die nur einen Traum haben. Wie können wir dieses kleine Land dort zerstören? Wie können wir die Juden endgültig in unseren islamischen feuchten Träumen ein für alle Mal auslöschen? Die Juden haben verstanden, Israel hat verstanden. Die Araber kannst du nicht behandeln wie zum Beispiel Europäer. Wenn Israel in einer Region wäre mit zivilisierter europäischer Völker, ich bin mir sicher, es liefe alles völlig anders ab. Israel benutzt die Sprache, die die Araber am besten verstehen. Das ist die Sprache der Stärke. Wenn du einem Araber einen Finger gibst, bedeutet das Schwäche. Aber wenn du einem Araber die Faust zeigst, dann bedeutet es Stärke. Und Israel schlägt deswegen zehnfach, wenn ein Palästinenser ein Attentat in Israel begeht, dann fliegt nicht nur das Haus des Palästinensers in die Luft, die Eltern werden vertrieben, die Familie wird vertrieben und gibt es eine Kollektivbestrafung. Das ist die Sprache, die sie verstehen. Ja, man kann halt nicht. Wird leider nicht immer umgesetzt, aber ja. Man kann halt, für Barbaren kann man halt keine westlichen, man kann halt keine westlichen Lösungen verwenden. Man kann keine westlichen Standards. Richtig, man kann keine westlichen Standards an den Konflikt im Nahen Osten genauso anwenden. Wenig kannst du einen Hund erziehen mit moderner Pädagogik für Grundschulkinder. Es geht nicht. Ja, ja. Wir sind alle Menschen. Mensch ist Mensch. Ja. Und hier fragt, ich verstehe es eigentlich nicht, wenn du nennst dich auf Arabisch, du lebst in Deutschland, du gehst in arabischsprachige Streams und du sprichst mit uns, verwendest dabei religiöse Dogmen in deiner Sprache, die aber nicht zu unserer Religion oder zu unserer Gesellschaft gehören. Und dann regst du dich auf, wie jemand hier sei irgendein Hetzer. Und du schreibst Rambo, also das ist in dich, Kian. So ein Unsinn. Araber sind auch Menschen. Aber Kian hat ja nicht gesagt, dass das keine Menschen sind. Natürlich sind Araber Menschen. Wo hast du gehört? Was geht in deinem Gehirn vor? Wie bist du von Haus aus schon erniedrigt durch die Welt gegangen, dass wenn du einfach nur hörst, dass die Zivilgesellschaft im Nahen Osten anders funktioniert als die Zivilgesellschaft hier in Europa. Ich übersetze es einfach für dich. Ja? Und die Menschen dort verstehen Stärke, verstehen Kraft, verstehen Grenzen und sie verstehen eben eine größere Kraft nur, als sie selbst haben. Das heißt, sie kapieren Angst. Wenn sie Angst haben, dann verhalten sie sich
ruhig, wenn sie keine Angst haben vor starken Konsequenzen, dann werden sie aggressiv, überfallen und begehen grausame Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So wie aus Gaza diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit am 7. Oktober stattgefunden haben. Und wenn sie diese Verbrechen begehen, dann erwarten sie, dass die Gegenseite nicht zurückschlägt. Und sobald sie mit Konsequenzen in Berührung kommen, jammern sie und spielen ein auf Opfer. Aber erwachsene Menschen, die anderen Menschen Leid zufügen, müssen eins verstehen. Sie werden zu Konsequenzen gezwungen. Früher oder später. Aber die Konsequenzen kommen. Und hinterher sich als Opfer darzustellen, hilft nicht. Niemand hat gesagt, das Moment, dass Araber keine Menschen sind. Es gibt zivilisierte Araber, wie zum Beispiel in Dubai, und es gibt unzivilisierte Araber, wie zum Beispiel in Gaza. Und ich bin nicht schuld daran, oder Kian, oder ich bin's, dass gewisse Menschen die Wahl treffen, unzivilisiert zu sein, übrigens auch in Deutschland. Ja, ja, der äußert sich ja mit der arabischen Schrift, dass der schreibt, danke, ich verstehe nichts, nur Koran. Und dein Koran ist eine Terroranleitung, schlimmer als wie Adis Buch Mein Kampf. Hallo, dass du das weißt, aber du weißt das auch. Wie viel Uhr ist es und welches Datum haben wir heute? Dann darfst du sprechen. Hallo, Nael? Hallo? Ja, hallo, kannst du, wir hören dich ganz leise. Kannst du ein Mikrofon ein bisschen näher an den Mund machen? Wie viel Uhr ist es und welches Datum haben wir heute? Dann darfst du sprechen. Bei uns ist es 23:36. Super. Und Datum? 25. Perfekt. Bitte. Alles klar. Let's go. Ja, also mich schockiert diese Aussage von der Dame vorhin, was so zivilisierte Menschen sind und die Menschen aus Dubai sind zivilisiert und aus Gaza nicht zivilisiert. Was verstehe ich diese Aussage nicht, was das eigentlich soll? Ja, was sie damit meint, ist, dass die Menschen in Dubai keinen Dschihad machen wollen und dass die Menschen in Gaza, das ist so deren Lebensziel, weißt du? Das meint sie damit. Naja, aber das kann man so nicht vergleichen. Ich meine, Palästina ist ja unter israelischer Besatzung und was meinst du mit Palästina jetzt genau? Ja. Welches meinst du jetzt Gaza oder welches? Nee, überhaupt. Also ja, ich meine Westjordanland. Lass mal antworten. Westjordanland und Gaza sind ja also okay, also quasi ja Judäa, das was du Westjordanland. Also die palästinensischen Gebiete von 1967. Aber ja, da hatten sie doch keine Gebiete. Da waren das doch von Jordanien und von Ägypten. Die haben sie doch abgelehnt, den Teilungsplan, und haben stattdessen Krieg angefangen. Ja, aber das heißt nicht, dass es also wenn wir jetzt zu den 67 Grenzen gehen, dann müssten wir das Land wieder an Ägypten und Jordanien zurückgeben. Aber die haben schon gesagt, die wollen das Land nicht, wir können es behalten. Nein, also es ist so, dass die Zivilverwaltung durch Ägypten und durch Jordanien geführt wurde. Aber das war niemals ägyptische oder jordanische Gebiete. Das war schon jordanisches Land, ne? Also nein, die haben es annektiert, doch. Die Bevölkerung hatte den jordanischen Pass. Ja. Also sorry, das ist eine. Das ist wieder diese. Die Palästinenser in Jordanien haben den König angefleht, sie zu annektieren, offiziell, und er hat es gemacht. Und die haben alle den jordanischen Pass bekommen. Frag also, Imam Google, er weiß alles. Du kannst, also das ist total sagen, Quatsch. Du kannst ja nicht sagen, ist das Quatsch. Ich habe Beweise dafür. Sorry, das sind da aber zionistische Aussagen, die israelischen Extremisten. Aber du bist ja ein Islamist, mein Freund. Wieso sollten wir denn dir mehr trauen? Es lebe Zionismus. Kann ich mal kurz einspringen? Bitte. Wenn immer jemand mit dem Spruch kommt, das sind zionistische Aussagen. Das ist so, als wenn jemand sagt, wenn in Deutschland jemand einen politischen Standpunkt abgibt, das sind aber demokratische Aussagen. Oder wenn jemand in der Sowjetunion damals eine Aussage gemacht hat, das sind aber kommunistische Aussagen. Der Zionismus ist einfach eine politische Idee. Er ist nichts Spektakuläres, nichts Mysteriöses, nichts Weltumspannendes. Es ist einfach nur eine Idee, die der
der Vorstellung zugrunde gelegen hat damals, die Juden alle ins gelobte Land zurückzubringen, damit eine Schutzzone für die Juden eingerichtet werden kann und sie alle in Sicherheit leben können. Und die Anspielung, das ist nur ein zionistisches Statement, ist viel größer, wenn ich das aus deinem Mund höre. Mhm. Das bedeutet, es ist ein Weltverschwörungsanspruch. Es ist eine spezifische Agenda, die weit über Israel hinausgeht. Ja, für mich hat er damit klar gemacht, dass er ein Islamist ist. Ganz klar, mit dieser Aussage hat er sich schon entblößt. Aber ein Gutmensch-Islamist, ein Moment, das ist ein Gutmensch-Islamist und er ist besorgt, dass ich gesagt habe, dass es unzivilisierte Menschen sind, die andere Menschen um 6.30 Uhr überfallen. Wie rassistisch von mir. Aber Zionisten als eine Art Beleidigung zu benutzen, was lediglich nur bedeutet, es ist ein Patriot von Israel, ein Demokrat. Das ist wiederum Freiheitskämpfer, ne? Ja, wenn man ein Islamist ist, dann ist es ja was Schlechtes für Demokratie und Rechte und Freiheit. Theo hat recht. Schäm dich, Anna. Ich schäme mich, Alhamdulillah. Bevor hier weiter. Er hat ja vorhin unten gesagt, Westjordanland wäre nie jordanisches Hoheitsgebiet gewesen. Unsinn. Dieses Gebiet wurde nach der Niederlage der beziehungsweise der Zerstörung des arabischen Traums eines ungeteilten angeblichen Palästina, wo sie ja glaubten, die jüdische Bevölkerung aus dem Land rauszutragen, ist dieses Gebiet offiziell jordanisches Hoheitsgebiet gewesen. Wie gesagt, die haben auch alle Pässe gehabt und es gibt sogar steht sogar als Ruine noch da, ein Palast des ehemaligen jordanischen Königs dort. Eine von denen hat den König geheiratet, ja, Queen Rania. Wie gesagt, Gebäude ist heute eine Ruine. Und bis 1967 hat der König dort sogar einen Palast stehen gehabt. So. Aber das zeigt uns natürlich, auf welchem Level du bist, Wissensstand. Aber warum kommst du nicht einfach hoch und stellst uns Fragen, wenn du so wenig weißt? Ich verstehe es nicht. Mit wem redest du jetzt? Ja, mit dir. Du kommst ja hier hoch und weißt nichts. Also warum kommst du nicht hoch? Also sorry, das kannst du jetzt nach Einstellung zu dem Problem. Dann würde ich dich auch viel mehr respektieren, wenn du sagst, ich weiß nichts, aber mir geht das ans Herz, die Leute da leiden. Ich könnte das respektieren. So. Welche Leute? Du kommst hier hoch und redest islamistische Propaganda. So, was ist das? Das ist keine islamistische Propaganda. Das ist, was ihr gerade macht. Das ist eine zionistische Propaganda. Ja, ja. Das sind diese Aussagen von den Siedlern zum Beispiel. Die Araber kommen mit Islamisten vergleichen. Was ist denn daran so schlecht? Moment. Ist zionistisch, aber es ist keine Propaganda. Es sind Fakten. Aber ja, ich bin eine Zionistin, das stimmt. Ja, und was ist am Zionismus schlecht? Erklär mal. Ja. Aber nach dem 7. Oktober habt ihr in Gaza jetzt platt gemacht, habt ihr Menschen vertrieben und so weiter. Und dann kommt ihr die Frage, was ist jetzt am Zionismus oder ist das deine Antwort jetzt? Also das ist jetzt nur das ist jetzt dein Problem mit Zionismus. Das ist ein Zionismus, eine Ideologie zur Vernichtung oder Eroberung ganzes Palästina. Bullshit. Nein, das ist eine Anerkennung von irgendwelchen Palästinensern, der von den Römern zerstört wurde. Das ist die Idee. Wieder in die Heimat zurückzukehren. Zion kommt vom Berge Zion. Im Testament ist sogar vom Hause Zion die Sprache. Und ab und zu auch von der Heimat Zion. Und das sage ich als Christ. Und ich meinte, wenn Israel ein großes Israel errichten möchte, warum hat dann Israel nach jedem Krieg, den sie gewonnen haben, bei dem sie massiv Gebiet gewonnen haben, warum haben sie das jedes Mal wieder zurückgegeben? Warum hat denn Israel die Sinai wieder zurückgegeben an Ägypten? Warum wollte Israel Gaza an Ägypten zurückgeben? Ägypten hat abgelehnt. Ägypten wollte Gaza nicht zurück. Genauso wenig wollte Jordanien das Westjordanland zurück. Also was für groß Israel. Und das ist doch Bullshit, wenn Israel jedes Mal Gebiete wieder abgibt. Ja. Wir akzeptieren, dass da Araber leben und wir wollen mit denen in Frieden leben, weil wir sind maschallah menschliche Menschen, die für Menschenrechte stehen. Aber ja, die Menschen da müssen natürlich... Ja. Die Menschen müssen natürlich bereit sein, mit uns in Frieden zu leben. Das wäre der erste Schritt. Genauso, wenn man sagt, die israelische Armee ist die moralischste Armee der Welt. Ja, schau dir mal zum Beispiel die größte Friedensbewegung der Welt, das habe ich auch schon mal gehört, wo ich denke, Leute, wo lebt ihr eigentlich?
Sorry, also, aber ich Menschen sagen, die größte Friedensbewegung, weil 30, jeder, über 30.000 Menschen und auf jeden Fall eine sehr, sehr Nael, weißt du, wo wir leben? Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und wo lebst du? Er lebt wo in Lalaland. Also, naja, oh, Anna, solange wir solche Leute haben, werden wir sicherlich keinen Frieden haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Genau. Ja, bleib wie du bist. Inshallah, mashallah, alhamdulillah. Ja, danke, dass du hier warst. Ich habe hier die Summe aller Verurteilungen des UN-Menschenrats gezeigt. Übrigens, Menschenrat von United Nations, von den Vereinigten Nationen. Jetzt ist dort Boss aller Menschenrechte Iran. Mhm. Genau. Und jetzt schaut euch das mal an. Und jetzt schaut ihr das mal, erklär das mal an. Das mal an. Ghana 0, Mosambik 0. Also alle diktatorischen Länder 0 und Israel 62. 62 Verurteilungen und insgesamt wurden gegen die Länder, die auf der Erde existieren, wurden 55 Resolutionen gegen den Rest der Welt gesprochen und 62 Resolutionen nur für Israel. Ja, macht doch das Sinn, heißt, Israel ist schlimmer als alle Länder zusammengerechnet. Als alle als Länder Korea, zusammen, China, ganz Iran. Genau. Israel als ist das schlimmste Länder Land zusammen. Auf der Welt. Richtig. Ja, Israel ist schlimmer als Nordkorea, auf jeden Fall viel schlimmer als Nordkorea. Ja, viel das ist die einzige Demokratie der Welt, die schlimmer als Nordkorea ist. Ja, auf jeden Fall. Also 55 die UN Resolutionen gegen diese ganzen, du musst dir mal anschauen, Sri Lanka hat 3, Syrien hat 17, Iran hat 5, nicht mal Bangladesch hat irgendetwas, nicht mal die afrikanischen Staaten, es gibt nicht mal Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Du suchst vergeblich nach irgendwelchen Resolutionen und du findest 55 Resolutionen für all diese Länder, die dort Anna aufgezeigt hat. Und Nordkorea. Und 62 Resolutionen gehen an Israel. Und was glaubt ihr, wer diese Resolution gegen Israel überhaupt auf den Weg gebracht haben? Und deswegen drauf geschissen auf die UNO, denn das ist alles in arabischer Hand, kommunistische Despoten, dritte Weltländer, die instinktiv gegen Kolonialismus und Imperialismus sind und deswegen sind sie gegen Israel. Und deswegen blutet Israel bezüglich solcher Resolutionen und es gibt so etwas wie Bias, so ein, wie heißt das in Deutsch, Bias, Vorurteil oder ich glaube es heißt ja, es gibt auch sowas wie Interessengruppen und wenn du eine starke Voreingenommenheit, wenn du eine starke arabische Liga hast, die einfach mal die Hälfte der Welt, also eingeschlossen den ganzen globalen Süden, kontrolliert mit ihrem Öl, mit ihrem Geld, dann natürlich werden diese Länder mit diesem starken Block stehen, muslimischen Block, und nicht mit dem einzigen kleinen jüdischen Land, was im Vergleich dazu, natürlich haben wir gut Einfluss, wir schlagen viel härter zu, als unsere Gewichtsklasse ist, aber wir haben nicht so viel Einfluss wie die ganze muslimische Welt zusammen. Ja, das widerlegt doch die Aussage, dass Zionisten die UN kontrollieren und Zionisten die ganze Welt kontrollieren, weil warum sollten die Zionisten Israel so oft sanktionieren und anklagen, wenn sie doch die UN kontrollieren? Also, wieder ein Widerspruch, den wir finden. Wir nennen die das ist alles United, Teil der zionistischen Weltverschwörung. Die United Nations, nicht wie die Vereinigten Nationen, sondern wie die Vereinigten Nazis. Ja, die Vereinigten Lumpen aus der dritten Welt, das kann man nennen hier. Das sind hier eine Diktatur nach der anderen erhebt sich gegen Israel. Come on. Ja, alles diese arabischen Shitholes, ein Diktator nach dem anderen. Und dann beschweren sie sich über ein Land, das im Gegensatz zu den arabischen Ländern, wo die jüdische Bevölkerung immer weiter abbaut, sie ein Wachstum von Araber in Israel haben. Ja, die Araber dort durch Wohlstand können sich dann eben auch 2 oder 3 Kinder leisten. Schaut euch das mal an. Die Araber machen ja auch gute Kinder dort. Es gibt nicht auch finanzielle Hilfe und so. Die jüdische Bevölkerung, die christliche Bevölkerung schrumpft in diesen Ländern. In diesen Ländern werden Christen abgeschlachtet. Aber es gab viele Christen, aber jetzt gibt es nur noch 1,8% und 0% Juden sowieso in den Palästinensern. Die wurden alle vertrieben nach 1948. Wir hätten übrigens auch die jüdische Nagba, die Juden, und danke schön, John, wir werden die jüdische Nagba, die Juden nie
groß an die Glocke gehängt haben, beziehungsweise die Juden verheimlichen die quasi. Israel macht überhaupt keine Arbeit, um das aufzuarbeiten. Und ich werde aber darüber sprechen. Es sind fast 900.000 Menschen ausgeplündert und zur Flucht gezwungen worden, auch umgebracht worden. Vorher, es gab Pogrome aus arabischen und muslimischen Ländern. Und es ist eine echte Nakba. Es ist noch eine Art Shoah, aber eben in den muslimischen Ländern. Ich finde es wichtig, dass das endlich mal angesprochen wird. Ich habe wirklich einen Schreck davon, dass viele Menschen in Deutschland nicht wissen, zum Beispiel, was Kapos waren. Ja, dass viele Menschen nicht wissen, dass Araber mitgemacht haben bei der Endlösung im Dritten Reich, ja, und dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, was wirklich damals geschehen ist und was davor geschehen ist. Und dass anders als Deutschland, die keine Aufklärung gemacht haben. Und deswegen fehlt den Menschen die Fantasie und die Empathie, das Mitfühlen für das jüdische Volk absolut, ja. Und es fehlt auch vielen Menschen das Verständnis von der Bedeutung des Wortes Genozid. Ihr kapiert einfach nicht, mit welchen Worten ihr hantiert. Hinter diesem Wort steht eine Tragödie, die niemand so erlebt hat wie die Juden. Die Araber, die sich vermehren, die können nicht von Genozid sprechen. Sie verhöhnen die Opfer und sie verhöhnen auch die Deutschen, die das, denn der Täter, warum auch niemals, ich würde auch mich nie bei all meiner Wut und Traurigkeit gegenüber Muslimen momentan, ich wäre nie beteiligt an etwas, was noch in Richtung Gewalt, geschweige Genozid gehen würde gegen Muslime. Denn auch die Täter zahlen einen sehr hohen Preis. Nicht nur die Opfer sowieso und die Kinder der Opfer und die Kinder der Täter und die Enkel und die Urenkel. Man muss diese Dinge mit Verantwortung begegnen, aber dafür braucht man wiederum was? Bildung, Allgemeinbildung, Ausbildung, Belesenheit. Wie viele muslimische Familien geben ihren Kindern eine fundierte Allgemeinbildung, wie zum Beispiel Klavierunterricht, zusätzliche Mathematikstunden, und ich meine nicht Nachhilfe für die Schule. Wie viele klassische Bücher, wie viele Eltern bestehen darauf, dass die Klassik, die Weltklassik, gelesen wird? Wie viele von denen gehen in die Philharmonie, in die Oper? Ja, Anna, nur Allah Akbar wird beigebracht. Ja, aber wenn man zusammen vor Al Jazeera sitzt oder vor türkischem Fernsehen, dann natürlich formiert sich eine ganz andere Handlungs- und Reaktionsweise. Das hat also, ich habe mal mit Kian hier darüber gesprochen, dass der Islam durch Muslime und nur durch Muslime ja reformiert werden kann. Aber dazu muss es ja das Verständnis geben, dass es reformiert werden muss, damit diese Menschen selber besser leben. Anstatt von Genozid zu sprechen und die Opfer des Genozids zu verhöhnen und die ganze Arbeit der Deutschen, und sie leben in Deutschland, glaub mir, wenn ich sage, dass es Muslime gibt in der muslimischen Welt, die daran arbeiten, den zu reformieren, vielleicht nicht in einer Weise, wie wir den haben wollen, ja, immer noch nicht liberal genug. Hoffentlich, ja. Aber es gibt ein Gegengewicht gegen diesen iranischen Schia-Export-Islam. Ja, ich finde, es ist keine gute Alternative, aber hey, besser als nichts. Koppels schreibt, Verständnis ist keine Einbahnstraße. Ja, das stimmt. Dein Gehirn ist eine Einbahnstraße. Dieser Stream ist für dich zu hoch. Alles, was ich sage, kannst du nicht kapieren. Aus dir kommen nur Sprüche rausgedattert. Du kannst nur Al Jazeera und YouPorn. Das ist deins.
Deswegen gehst du auch raus. Sofort. Ja, Khalifa. Alhamdulillah. Ja, das Schlimme ist, dass Mia Khalifa sich sogar gerade für die palästinensische Sache einsetzt. Ich weiß, ja? Deshalb habe ich sie genau. Ja. Weil sie haben Comedians wie Bassem, whatever his name is, der aussieht, als wäre er immer auf, you know, ihr wisst schon was, ja, ja. TikTok sportlich. Und dann haben sie Cornstars, so. Also okay, okay, ja. Corn, also wie sind Popcorn. Immer die Besten, die immer die Besten der Besten. Ja, ja, die gebildetsten Leute. Ich möchte ein wichtiges Kommentar von zivilisierter Gesellschaft vorlesen. Juden, die so eine Vernichtung erlebt haben, haben nicht gesehen, dass Juden sich rächen an Deutschen. Und genau das ist der Punkt. Menschen, die durch ein Genozid tatsächlich durchgehen, in dem Moment, in dem sie den durchgehen, kämpfen sie ums Überleben. Danach sprechen sie nicht dann darüber, denn es ist ein tiefstes Trauma. Und sie geben es weiter in Form von Familientraumas. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Schicksalsbrüche dadurch entstehen und in Form von Krankheiten. Das ist ein Trauma von Genozid, übrigens auch bei den Tätern. Bei Tätern ist das oft der Krebs. Ja. Ich wollte noch was sagen, was der Lion gerade gesagt hat. Ja. Und zwar, du meintest ja, der Islam kann nicht reformiert werden und das Problem zum Teil findet, also nur von innen heraus reformiert werden. Das Problem ist zum Beispiel, in Berlin gab es eine Moschee, die sich für einen sehr, sehr offenen Islam eingesetzt hat. Die hatte sogar eine Queer Flag vor der Tür hängen. Okay. Und die musste schließen, weil der IS gedroht hat, sie in die Luft zu sprengen. Das heißt, zu lang halt. Ja, warum wird die denn geschlossen? So gerade Demos dann um alle Kosten beschützt werden. Ja, genau. Ich hab mir auch mal die Insta-Seite von der angeschaut und die hat auch extrem gegen die Islamverbände geschossen und die hat auch geschrieben, die Islamverbände haben gegen die gehetzt und sowas. Das heißt, solange halt die islamische Welt so einen Einfluss auf Muslime hier in Deutschland hat, kann der Islam halt nicht reformiert werden. Siehst du es hier bei, wenn hier unser Freund. Kann ich was dazu beitragen? Ja, gleich. Gerne zuerst die Uhrzeit und Datum, bitte. Gleich. Wenn unser Freund Ömi eine LGBTQ-Flagge bei sich im Hintergrund hat, dann hören wir ja immer die Meinungen der friedlichen Muslime dazu. Guten Abend, Imengi. Ja, die friedlichen Muslime, das kann man bei Ülmann sich mal eine Stunde anschauen. Aber Imengi ist bei uns jetzt da. Sag uns bitte deine Uhrzeit und das Datum und dann kannst du gerne was dazu sagen. Ja, Uhrzeit 23.57 Uhr, Datum 25. März. Maschallah. Vielen lieben Dank. Dann sag uns bitte, was du denkst. Ja, also zu dieser Imrushd-Goethe-Moschee. Ich selbst bin Muslim und ich würde nicht sagen, ich bin liberaler Muslim, weil ich ein Problem mit dem Wort liberal habe. Ich mag einfach nicht, wie es benutzt wird. Ich würde sagen, ich bin sozialrevolutionärer Muslim. Das heißt, ich verbinde Islam mit meiner Auffassung der Gerechtigkeit, nämlich, dass Solidarität allen gilt und vor allem den Schwachen. Man könnte auch sagen, links. So beschreibt man meine Position wahrscheinlich am besten. Und gleichzeitig bin ich auch Muslim. Das heißt, ich verbinde eben diese emanzipatorischen Gedanken mit dem Islam, weil ich nicht glaube, dass da ein Interessenkonflikt besteht, weil ich nicht auf Traditionalisten höre. Ich glaube aber auch nicht, dass eine Reform der muslimischen Gemeinden, nicht des Islams, weil den Islam reformiert man nicht, sondern nur, wie Muslime selbst denken, dass eine Reform das hängt natürlich dann auch damit zusammen mit Scharia und Fiqh, weil viele Leute können nicht unterscheiden zwischen Scharia und Fiqh, sondern die glauben, dass die Scharia... Ja, ganz kurz, Imen, bevor du neue Themen aufmachst, ich finde erstmal schön, dass du hier so mit so einem, also menschliche Menschen und so Menschenrechte, finde ich immer gut. Würdest du sagen, du bist da in der Mehrheit oder Minderheit mit deinen Glaubensbrüdern? Ich würde sagen, ich bin in der Minderheit und ich weiß auch warum. Ja, bitte. Soll ich es ausführen? Angst? Ja, bitte, unbedingt. Kann ich gerne machen. Also, da gibt es viel zu sagen, warum das so ist. Erstmal, was gerade dominiert und was den Islam verzerrt, sind die Wahhabiten. Vor allem in... Ich unterbreche nur für eine Sekunde, ich bin für ein paar Minuten weg. Okay. Vor allem in Saudi, aber auch in anderen Ländern und halt Salafisten. Das sind beides Traditionalisten, das heißt, sie versuchen an etwas festzuhalten, was nicht mit dem Islam zu tun hat, sondern eher mit Kultur.
Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil wir sehen auf der ganzen Welt, dass Konservatismus und geschlossene Ideologien zunehmen. Wir sehen ja auch zum Beispiel in christlich dominierten Ländern mehr Femizide und so. Das heißt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das wirkt sich natürlich auch auf muslimische Gemeinden aus. Aber meiner Meinung nach ist das Gegengift sozusagen dafür eine Zurückbesinnung zum Islam. Weil meiner Auffassung nach ist der Islam eine sehr gerechte Religion, wenn man sich die Texte wirklich anguckt. Und da werden manche Leute jetzt irgendwelche Verkaufsgespräch. Aber diese 27 Halsmassage-Verse, was bedeutet das an allen Nicht-Muslimen? Sehr Sorry, friedlich. Welchen Vers meinst du jetzt genau? Ja, 27 gibt es, wo man Halsmassage muss machen an alle Ungläubigen. Leute, 27 was? Leute, welche? Seid freundlich, er hat viel Suren, geredet. Aber 27 Suren, Halsmassage, bis alle an Allah glauben. Ja, ja, wir kommen gleich dazu. Können wir im ja, gleichen Ganzen. Welche Sura ist das? Naja, Moment, ganz kurz, Imengi, weil Moment. Du hast sehr viel geredet, aber eigentlich nichts gesagt. Kannst du noch mal kurz Genau, Moment. Es ist schon ziemlich interessant. Zunächst einmal kommst du mit einer Rosinenpicker-Haltung hier in unseren Chat. Finde ich auch okay. Ich bin immer dafür, dass Muslime an ihrer Religion sägen und feilen und immer versuchen, wilde Stammesrituale aus dem 7. Jahrhundert irgendwie salonfähig zu machen für den 21. Jahrhundert. Sägen und feilen tue ich eben nicht. Schau mal, doch, du tust es. Und ich werde dir das auch sagen, warum. Schau mal, du bist gezwungen, jetzt einen gigantischen Sprachakrobat hinzulegen. Ja. Du bist gezwungen, deinen Intellektualismus überzustrapazieren, damit du eine Religion, die in einer wilden arabischen Wüstengesellschaft, einer brutalen Stammesgesellschaft geboren wurde, intellektuell in das 21. Jahrhundert zu bringen. Und du kommst und deine erste Einführung in die in deine Welt ist, dass du eine Minderheitenmeinung vertrittst. Das heißt, du koppelst dich ab vom Mainstream und du glaubst, du hast die Wahrheit gefunden. Das ist schon das größte Problem. Wir und in unserem Chat, wir wollen lieber mit dem Mainstream-Islam dealen. Und ihr dient nicht mit dem Mainstream-Islam, ihr dient mit muslimischen Gemeinschaften. Warte mal. Und einen Apologeten wie dir auch keine Plattform geben, weil du bist eine Randerscheinung in der islamischen Welt. Gleich, was du sagen möchtest. Wer da draußen Unruhe stiftet, ist der Mainstream-Islam. Es ist nicht hier die Seitenarme, der Fantasie-Islam, den du dir zusammengezimmert hast und du sicherlich in einem gigantischen Clash bist mit dem Rest der muslimischen Gemeinschaft, wo immer du lebst, weil deine Meinung so außergewöhnlich befremdet ist. Nein, ich würde ihm unterstellen, dass er mit seinen muslimischen Freunden natürlich ganz anders redet, als er sich jetzt hier bei uns artikuliert. Ja, wir machen sowieso keinen Islam hier. Ich bin Ex-Muslim. Ich meine, du kannst den Zuschauern vielleicht irgendwo irgendetwas erzählen. Echt, bist du Ex-Muslim? Ja, ich bin Ex-Muslim, ja. Warst du Sunni oder Schia? Ich bin sowohl Schia gewesen, ich war die erste Zeit Schia und dann bin ich Sunni gewesen. Ach so, bist du zum Islam? Bitte? Nein, er ist Schia geboren und ist Sunni sozusagen konvertiert, oder? Und dann bin ich Reformmuslim geworden und da habe ich mich gelöst von Sunni und Schia und wollte einfach nur Koran und Sunna folgen. Okay. So. Und was bedeutet das jetzt? Siehst du, du spielst aber ja, ich finde die Frage sehr schön, ja. Bist du Sunni oder Schia? Ja, das ist eine Frage von Takfir. Meine Verbindung war gerade etwas schlecht, aber jetzt höre ich euch wieder. Was bringt es dir, wenn ich sage, ich bin Schiite zum Beispiel gewesen? Was wäre dann... Wollte ich einfach Hättest wissen, du dann aus gesagt, Interesse. Du wärst kein richtiger Muslim gewesen? Nee, ich habe selber sehr viele schiitische Freunde und ich sehe mich auch nicht unbedingt als Sunnit, sondern als nicht denominativ. Aber ich wollte noch mal darauf eingehen, mit dieser Randerscheinung. Das kannst du dir gerne so ausdenken, aber tatsächlich ist der Islam nicht durch den sogenannten Mainstream definiert. Denn das ist eine Erscheinung der muslimischen Gemeinschaften.
wenn wir uns schon zum Beispiel angucken, was einen immensen Einfluss Saudi-Arabien hat, kannst du mir gerne sagen, dass der Mainstream-Islam der Unruhe stiftet. Für mich ist das nicht ist eine der Islam. Sekte, die sich auf den Weg gebracht haben. Der Wahhabismus ist nicht besonders effektiv rund um den Erdball. Es gibt so viele Regionen, wo der Wahhabismus überhaupt keinen Einfluss hat. Ja, zum Beispiel in Indonesien überhaupt keinen Einfluss. Ja, er findet vielleicht jetzt in Ex-Jugoslawien, geben sie auf dem Balkan sehr viel Geld aus. Was einen großen Einfluss hat, ist der Schia-Islam von den Iranern, den sie exportieren in die ganze Welt. Den Schia-Islam oder exportieren Sunni. Sie, das ist mir aber neu, dass der schiitische Islam exportiert wird. Du bist Sunni, oder? Ich habe ja gerade gesagt, ich bin nicht denominativ. Okay. Ich bin nicht unbedingt Sunni, aber nicht unbedingt. Ich bin definitiv näher am Sunnitentum, vor allem an zum Beispiel Sufi-Brüderschaften wie der Rahmaniyya, aber ich schreibe mich keiner zu. Okay, alles klar. Also ja, um deine Frage zu beantworten, auf jeden Fall, der Iran exportiert, ich würde sagen seit den 70ern, seine Version des Dschihads und des Islams in die Welt, besonders in den Nahen Osten. Gerade in Jemen, gerade in Libanon, gerade in Syrien und Irak, besonders. Also in Jemen ist es so, das ist ja gar nicht die gleiche Richtung. Das sind ja da Saiditen und im Iran sind das, wie heißen sie, Dschafariten, 12er Shias. Und die Jemeniten sind auch... Patata, in the end of the day, they hate America, they hate Israel, bro. You know it, I know it, everyone know it. Wer tut das nicht, aber das ist die Frage. Ich bin aber auch kein Unterstützer von den Houthis, einfach weil sie selbst zum Beispiel auch jemenitische Juden deportiert haben sollen. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nur bei einer saudi-arabischen Quelle gesehen, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Die haben auch Sklavenmärkte in Jemen, also die Houthis haben es wieder. Ja, jedenfalls darüber habe ich gar nicht von dir, weil ich bin sowieso kein Unterstützer der Houthis. Ja, wenn man aber du hast gerade gesagt, sie hassen Amerika. Und auf jeden Fall, das steht doch auf ihrer Flagge. Ich weiß. Und wie kann man einen Kolonialstaat nicht hassen? Amerika ist ein Land natürlich mit einer sehr, sehr, sehr gespaltenen Vergangenheit. Aber Amerika ist auch das Land. Ja, Amerika ist auch das Land, was die Sklaven befreit hat. Hast du es schon vergessen? Amerika ist das Land, was die Zivilrechte für Schwarze. Amerika hat einen schwarzen Präsidenten. Das ist jetzt aber wirklich Barack Obama, dass Amerika die Sklaven befreit haben soll. Barack Obama, der mehr für die Moslems gemacht hat, als je für Europa oder... Barack Obama hat viel für die Moslems gemacht, wie denn, als er sie bombardiert hat oder was. Also wirklich dieses Amerika-Dick-Riding, das ist so peinlich. Amerika hat immer noch bis heute Kolonien. Amerika unterstützt auf der ganzen Welt, ja, das stimmt, der globale Süden verarmt, ausgebeutet, versklavt, unterdrückt wird. Aber so hat Amerika die Sklaverei abgeschafft. Moment, die Menschen haben sich dafür eingesetzt, dass Sklaverei abgeschafft wird. Wie kann man so White Saviorism unterstützen? Das ist so peinlich, wie immer noch Kolonialismus gerecht wird. Moment. Erstens, der westliche Kolonialismus ist der kürzeste Kolonialismus in der Geschichte der Menschheit. Der geht immer noch weiter. Der islamische Kolonialismus ist einer der ausgeprägtesten Kolonialismus in der Geschichte der Menschheit. Wenn du kommst, du willst mir doch nicht erzählen, dass der Krieg der Nordstaaten gegen die Südstaaten, wo es nur alleine darum ging, die Sklaverei zu beenden, wo Amerikaner mit sich selbst in den Krieg gezogen sind, Hunderttausende Amerikaner gestorben sind, damit die Sklaverei ein Ende findet. Wenn du mir erzählen willst, dass die Briten nicht 50% ihrer Kriegsflotte eingesetzt haben, um Sklavenschiffe auf dem offenen Meer abzufangen, um die 1781 verabschiedete Resolution, dass Sklaverei illegal ist, auch durchzusetzen, dann hast du von Geschichte überhaupt keine Ahnung. Und das sind westliche Werte. In dem Fall judeo-christliche Werte, keine islamischen Werte. Und wenn du nicht weißt, mein Freund, dass es libysche und jemenitische muslimische Sklavenjäger waren, die den transatlantischen Sklaverei erst angefeuert haben, beziehungsweise ohne sie
hätte es keine transatlantische Sklaverei in die neue Welt der USA gegeben. Die Briten sich nicht in den Kontinent reingewagt haben und so weit. Die sind auf ihren Schiffen geblieben. Ja? Und wenn du das nicht weißt, dann unterstützt du Kolonialisten, dann unterstützt du Rassismus. Das Kolonialismus. So. Ein Linker, der schon wieder rechts rauskommt, das ist so lustig. Also wenn ihr es immer noch irgendwie behaupten wollt, dass der westliche Kolonialismus ein Ende gefunden hat, dann hat seid ihr Unterstützer von Kolonialismus. Hat er nicht? Nein, ich würde sagen, Amerika hat schon Kolonien, aber Israel hatte niemals Kolonien und wird auch. Ihr redet die ganze Zeit darüber, dass ihr Menschen ausreden lassen wollt. Was hat das? Also warum werde ich nicht ausreden gelassen, wenn ich sagen möchte, dass die USA immer noch Kolonien hat, und zwar Hawaii ist immer noch unter illegaler Militärbesetzung. Das war nie legal, auch nicht unter dem zu der Zeit geltenden internationalen Recht. Hawaii ist eine Kolonie. Puerto Rico ist eine Staat Kolonie von Amerika. Hawaii ist ein Staat, weil es zu einem Staat gemacht wurde. Es ist trotzdem eine illegale Kolonie. Du kannst nicht. Ich dachte, du meinst jetzt. Okay, du hast keine Ahnung. Also Hawaii ist ein Bundesstaat, ja, genauso wie Texas ein Bundesstaat ist. Weiß ich. Oder wie, okay, das weiß also, ich. Es gibt tatsächlich, aber wenn du das nicht weißt, ich werde es natürlich nicht auf die Nase binden, dann musst du deine Hausaufgaben selber machen. Also, Hawaii ist ein Bundesstaat, toll, danke, dass du es mir sagst. Ein Staat in den USA. Das ändert nichts daran, dass es unter einer kolonialen Besetzung ist. Du weißt, die Definition von Kolonialismus ist, wenn eine fremde Macht sozusagen unter der indigenen Bevölkerung ansiedelt und Kontrolle über sie übernimmt. Das ist genau das, was die USA in Hawaii tun. Und wenn du das leugnest, dann bist du ein Unterstützer des mörderischen. Sie haben natürlich, wie gesagt, du hast ja selber zugegeben, ihnen volle Rechte gegeben. Das macht eine Kolonialmacht in der Regel nicht. Hawaii ist ein Bundesstaat. Ja, das nochmal. Hawaii ist ein Bundesstaat. Puerto Rico ist ein Überbleibsel des spanisch-amerikanischen Krieges. So, und Philippinen waren auch einmal in die spanische Kolonie. Unter einer kolonialen Besetzung unterdrückt. Das heißt, wenn ihr leugnen wollt, dass das Kolonialismus ist, könnt ihr genau mit den ganzen anderen Kolonialisten in die Hölle gehen. Puerto Rico möchte Bundesstaat werden, aber die Amerikaner möchten es nicht. Was ist denn mit all den Ländern, die früher nicht muslimisch waren? Iran zum Beispiel, die heute muslimisch waren durch den islamischen Kolonialismus. Ist das nicht böse? Ist das nicht schlimm? Ist es nur schlimm, wenn das Weiße machen? Also ich selber bin ja Kabile. Wisst ihr, was die Kabilen sind? Who cares? Wir fragen dich, ob das nicht schlimm ist, der Kolonialismus von den Arabern. Ich versuche es halt an einem Beispiel zu erzählen, erklären, warum. Das ist eine Ja- oder Nein-Antwort, aber okay. Es ist eine Ja- oder Nein-Antwort, aber wenn ich dir einfach Ja oder Nein sage, dann habe ich keine Möglichkeit dazu, das auszuführen. Dann hast du mir eigentlich damit schon beantwortet. Alles klar, geh mal los. Ich würde sogar sagen ja, aber ich würde gerne ausführen, warum ich das glaube. Okay. Also gucken wir uns zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ihr die Kabilen kennt. Nee, kenn auch ich wenn nicht. Auch wenn ihr gerne darüber redet, dass der arabische Kolonialismus ja so schlimm war. Anscheinend kennt ihr eine der größten Volksgruppen, die Widerstand gegen die Araber geleistet haben, nicht. Nee. Ist okay. Vollkommen okay, kennen sowieso nicht viele Menschen. Die Kabilen sind eine Volksgruppe in Nordostalgerien. Und die Kabilen wurden jahrhundertelang nicht erobert, nicht von den Arabern. Kamilen oder Tamilen? Mit T oder mit K? Kabilen mit K. Kamilen, okay. Ich selber bin Halbkabile. Wir wurden nicht von den Arabern erobert. Sie haben nicht unter uns gesiedelt, das heißt, sie haben uns nicht kolonisiert. Nur die Küstenregion, da haben sie das erobert, unter ihre Kontrolle genommen, aber halt auch nicht gesiedelt. Deswegen ist es auch immer noch kabilisches Gebiet und kein arabisches Gebiet. Da sprechen die Leute kabilisch. Sie haben keine arabischen Gene, fast nicht. Das heißt, die Araber haben da nicht nachhaltig gesiedelt. Deswegen ist es auch nicht unter einer kolonialen Besetzung. Wenn wir die Wörterbuchdefinition des Kolonialismus dafür ranziehen, kein Kolonialismus. Aber das macht es nicht weniger schlimm, was die arabischen Stämme in Nordafrika gemacht haben. Zum Beispiel der Stamm der Benu Hilal. Das war einer der ersten Stämme, die nach Nordafrika gekommen sind. Und eine sehr, sehr anerkannte Widerstandskämpferin gegen die Araber, gegen die muslimischen Araber, war die hier. Die hier hat gesagt, dass sie mit Hallo? Als das rechtmäßige Samen. Und warte, Imengi, wir hören dich. Deine Verbindung war gerade ganz, ganz schlecht. Ich habe den letzten Satz überhaupt nicht gehört.
Ja, was ich gesagt habe, ist, dass die Kabilen den Islam angenommen haben, aber die Araber trotzdem weiter bekämpft haben. Es gab die sogenannten Emesir-Revolten, wo verschiedene Emesir-Stämme, also Imasiren, falls ihr es nicht wisst, ist die indigene Bevölkerung von Nordafrika, die werden in der Kolonialsprache auch oft Berber genannt, aber das Wort lehnen wir kategorisch ab, weil es ein... Mengi, worauf möchtest du hinaus? Ja, das möchte darauf hinaus, dass es kein islamischer Kolonialismus ist, sondern wenn schon arabischer Kolonialismus. Und das soll auch so benannt werden. Und es ist eher Imperialismus statt Kolonialismus, weil es der Definition von Kolonialismus, wie ich gerade dargelegt habe, nicht entspricht. Naja, es ist schon, also wie gesagt, du sagst, es ist jetzt eher arabischer Kolonialismus gewesen. Nee, islamischer Kolonialismus, kein arabischer. Ein arabischer Kolonialismus. Ja, wie kommt es dann, dass die Leute alle Arabisch sprechen? Wer? Alle im Nahen Osten. Kabilen sprechen kein Arabisch. Selbst die, die jetzt arabisiert wurden, sprechen ja Arabisch. Also es wurde ja sehr wohl kolonisiert. Die Leute haben die Sprache, die Kultur, den Glauben der Menschen angenommen. Sie wurden zu Arabern. Sie wurden zu Arabern, wenn man, also auf der linguistisch-kulturellen Ebene, da gebe ich dir recht. Und weißt du, wie das passiert ist? Nicht durch die arabischen Stämme. Tatsächlich hat sich eine Hört ihr ihn noch oder ist das nur bei mir weg? Er schwindet immer. Wort, ich hol dich runter. Jetzt immer im wichtigsten Moment bricht er ab. Ich raste gleich aus. Ich hole ihn runter und dann kann er wieder hochkommen und vielleicht wird es dann besser. Ja, der ist weg, weil ich habe ihn runtergeholt, damit er wieder hochkommen kann. Vielleicht wird dann die Verbindung besser. Jetzt kommt wieder zu uns. Mengi. Ich jetzt wieder? Ja. Ja, aber was ich ausführen wollte, ab wann habt ihr mich denn nicht mehr gehört? Tobias, ich bin hier der Host, Tobias. Hopeless ist gesperrt, bitte nicht entsperren. Du hast sie gerade entsperrt. Bitte niemanden entsperren, meine lieben Moderatoren. Alle, die gesperrt sind, bleiben bitte gesperrt. Wenn ich meinen Moderatoren sage sperren, dann nicht, damit sie wieder von anderen Moderatoren entsperrt werden. Wer hat Hope entsperrt? Ja. Und? Entschuldigung. Noch gesperrt, vielleicht ist aber auf jeden Fall, ich sag dir gleich, wo du aufgehört hast, aber ich will kurz hören, was meinst du, Speedy? Ich wollte nur fragen, wer hat entsperrt, Anna? Tobias wusste ich. Okay. Ja, egal, also wo wir aufgehört haben, war du hast auch noch recht. Moderator dann. Okay. Ja. Tobias. Imengi, du hattest mir recht gegeben, dass die Leute de facto quasi arabisiert, also jetzt Araber sind. Also da waren wir stehen geblieben. Ja, ja, ich wollte sagen, wie das geschehen ist. Tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert herein haben Leute noch in der ganzen Kabylei und auch in anderen Emesir-Gebieten ihre Emesir-Sprachen gesprochen. Dann später hat sich eine Elite herausgebildet, was auch unter anderem durch den französischen Kolonialismus kam, weil sie versucht haben, Kabilen als nur oberflächlich islamisierte Germanen darzustellen. Das heißt, sie haben Rassenideologie benutzt, um uns das wegzunehmen, was unsere Identität ist. Haben versucht, uns mit Europäern gleichzusetzen, weil wir Demokratie hatten und haben dann halt versucht, eine Division herzustellen zwischen Arabern und Kabilen. Das hat in der Zeit der Unabhängigkeit nicht funktioniert. Später allerdings doch, weil da war die offizielle Linie der algerischen Regierung und auch überall anders in der arabischen Welt so ziemlich, in Tunesien auch, in Marokko auch, ist ein arabischer Staat. Und da fing dann die Arabisierung erst richtig an. Ab da sind Sprachen ausgestorben, haben sich viel mehr Menschen als Araber gesehen. Davor war das nicht so. Im 19. Jahrhundert, in der ganzen Kabylei, also in der großen und kleinen Kabylei, haben Leute kabilisch gesprochen, nicht arabisch. Haben sich als Kabilen gesehen, nicht als Araber. Und auch in der Widerstandsbewegung gegen den Kolonialismus war das so. Die haben gesagt, erst sind wir Kabilen, dann Algerier und so weiter. Ne? Das heißt, mit den arabischen Stämmen von damals und der Annahme des Islams von den Emesir-Stämmen hat das nichts zu tun. Die Arabisierung kam viel später und unabhängig von der damaligen sogenannten Islamisierung. Okay. Also quasi machst du den Westen oder den westlichen französischen Kolonialismus dafür verantwortlich oder generell westlichen Kolonialismus dafür verantwortlich? Ich mache nicht nur den westlichen Kolonialismus dafür verantwortlich, ich mache generell hierarchische Strukturen dafür verantwortlich, auch in der FLN, das muss man halt einfach kritisieren, war zu hierarchisch. Und daraus hat sich das dann gebildet. Natürlich hatte der westliche Kolonialismus auch eine große Rolle darin. Auch zum Beispiel in anderen Fällen, wie im ruandanischen Genozid, haben sie auch diese Division hergestellt. Das ist aber nochmal was anderes. Aber
Problem sind hierarchische Strukturen. Aber das hat dann eben nichts mit diesen arabischen Stämmen, die damals im, was weiß ich, 7. Jahrhundert kamen nach Nordafrika und Leute vergewaltigt, umgebracht haben. Den Islam haben wir trotzdem angenommen, weil wir wussten, das ist das Richtige und weil wir wussten, die repräsentieren diese Religion nicht. Also abgesehen davon gebe ich dir, ich gebe dir recht, dass auf jeden Fall der Kolonialismus definitiv schlecht war für die Welt, dass der extrem viele Probleme gebracht hat, die bis heute anhalten, ja, auf der ganzen Welt eigentlich. Weil er auch noch nicht zu Ende ist. Ja, also der Kolonialismus von damals ist zu Ende. Wir sind jetzt in einer neuen Ära von Kolonialismus angekommen. Die macht man aber anders, die macht man cleverer, nämlich mit Chachinga, mit Cash, nicht mehr mit Waffen auf dem Boden und mit Fort und so, hier eine Burg hinbauen und so ein Shit, macht man nicht mehr. Aber was ich eigentlich sagen wollte, basically gibst du quasi dem Westen die Schuld an allem, was die Leute machen, allem Schlechten. Also du nimmst denen die Verantwortung für ihr eigenes Handeln. Du sprichst denen, damit eigentlich die Menschlichkeit voll ab. Aber wie gesagt, wir Kabilen hatten vorher ein direkt demokratisches System. Okay. Dann wurde ein staatliches System von den kolonialen Behörden eingesetzt. Eine Polizei wurde eingesetzt, die wir vorher auch nicht hatten. Man braucht nämlich zum... Aber die hat den Islam angenommen und hatte trotzdem ein demokratisches System? Ja, das haben wir sogar beibehalten. Stand die Scharia vor? Weißt du, was die Scharia ist? Die Scharia ist das Gesetz Gottes. Das kann auf der Welt gar nicht implementiert werden. Was implementiert wird, ist Fiqh. Okay, ja, erst Fiqh. Im Minderheiten, ja, nicht vergessen. Das ist was anderes als Scharia. Das weiß auch jeder Gelehrte. Nur die versuchen das, manche versuchen das zu verstecken, um die Menschen unter Kontrolle zu halten und um zu sagen, die Unterdrückung, die wir euch bieten, das ist Scharia. Das stimmt aber nicht. Okay. Gibt's auch einige Gelehrte, die einflussreich sind, die auch darüber gesprochen haben. Da bist du echt im Denialism, also wirklich, ja. Ja, bin ich nicht in Denialism, weil du weißt, Scharia ist kein menschliches Gesetz. Das ist das Gesetz Gottes. Aber wenn der Daesh den Finger hebt, kann ich euch beide bitte unterbrechen? Leon und Imengi, wir sind total vom Thema abgekommen. Ja, stimmt doch. Imengi hat uns sehr gut das vom Thema Abkommen verkauft und wir sprechen wieder über den Islam, Islamisierung, über seine Religion und seine Geschichte, aber nicht im Zusammenhang mit unserem Thema. Und ich möchte gerne zurückkehren. Imengi, was sind für dich die Hamas? Die Hamas ist für mich eine Bewegung, die sich aus dem israelischen Kolonialismus bildete. Und ich weiß nicht, ob ihr mit Norman Finkelstein verwandt seid, aber der hat das auch relativ gut. Ja, das ist mein Vater. Zufällig, ja. Sehr. Du jetzt, und erzählt das, ist totaler Unsinn. Norman Finkelstein, übrigens ein selbsterklärter Historiker, der nichts anderes ist als ein Aktivist, der übrigens von einem YouTube-Streamer, der früher blaue Haare hatte, komplett zerstört wurde vor 2 Wochen in einem Interview. Ich rate euch allen, das anzugucken, wenn ihr gut Englisch könnt. Es gibt auch Untertitel. Es ist auf jeden Fall eine Stunde wert oder ich glaube, es geht 2 Stunden extrem lange. Benny Morris, Norman Finkelstein. Egal, was man von ihm als Person hält, was er gesagt hat. Er ist einfach ein Hetzer. Er nimmt sein jüdisches Kulturgut, um darauf eine Karriere aufzubauen. Das ist ein Kapo. Weißt du, was ein Kapo ist? Ich zeige euch gleich ein Kapo. Ich habe eine Frage. Einfach nur, das ist gute Anmerkung, Leon. Ich mache gleich ein Bild vom Kapo. Ist auch letztens bei uns das Thema gewesen. Aber Imengi, erzähl uns bitte, wie die Hamas entstanden ist aus dem israelischen Kolonialismus. Erzähl uns bitte genau, ohne abzuweichen, mit Namen und Daten, ohne imaginäre Geschichten, sondern Daten und Namen, Fakt für Fakt, sodass wir das nachprüfen können, wie es entstanden ist. Also ihr wisst ja, dass in den 1980er Jahren in Palästina nicht die Hamas die stärkste Kraft war. Damit seid ihr verwandt, ne? Dass das ein Fakt ist, dass die Hamas nicht immer so stark war. In den späten 80ern, also nach der Gründung 1987. Das wisst ihr, dass da die PLO stärker war. Fatah. Ja, genau, die Fatah. Aber okay. Ja, red mal weiter. Fatah und auch andere Organisationen. Aber vor allem Fatah. Mhm. So. Die Hamas war dann nicht die stärkste Kraft, so wie es jetzt in manchen Teilen von Palästina ist, also vor allem halt in Gaza.
Warte, wenn du Palästina sagst, was meinst du damit? Welches Gebiet? Ich meine damit die geografische Region Palästina. Also quasi alles Land, was also jetzt Israel Jordan ist. Also Israel plus Gaza und sozusagen Judäa und Samaria. Was und hier Jordanien. Ja, also auch unter der palästinensischen Bevölkerung im sogenannten Israel, ja. Okay, danke. Meinst also danke erstmal, Jordanien? Dass du hier offen zugibst, dass du Israel das Recht zu existieren absprichst. Ich finde das na, immer schön, gut, dass ihr das ohne Scham machen könnt und dabei noch für Menschen. Ich weiß Menschen, auch nicht, warum ich Scham empfinden sollte. Ich hätte Französisch, Algerien danke, genauso danke, das Existenzrecht. Oder Rhodesien danke, spreche ich danke, auch das Existenzrecht ja, ab. Kannst du überhaupt nicht vergleichen, weil wir die Ureinwohner des Landes sind. Waren die Franzosen, Andreas, ganz kurz, waren die Franzosen die Ureinwohner von Alger? Ich glaube nicht. Sind die Juden die Ureinwohner von Judäa? Ich glaube schon. Imengi ist Jordanien. Für dich zählt es auch für dich zum historischen Gebiet Palästina oder hat es ein Recht zu existieren und nur Israel hat kein Recht zu existieren? Also meinst du jetzt das Königreich Jordanien oder? Ja, oder das Schemitenkönigreich jetzt. Zählt es wirklich auch zu der Region mit dazu? Ja. Zu der geografisch-kulturellen Region zählt es dazu. Ich habe das tatsächlich nur gesagt, weil ich wusste, dass dann diese ganze Diskussion aufgeworfen wird mit Existenzrecht Israels. Aber ja, ich meine. Bitte. Wir reden jetzt nur, da, dass du auf die Frage antwortest. Okay, also, ja. Kann ich die Hamas kam deiner Meinung oder deiner Aussage nach aus dem Kolonialismus von Israel. Erkläre uns mit Namen und Daten, dass wir es nachprüfen können, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ich zeige euch hier ein Kapo kurz und hinterher erkläre ich euch noch was dazu. Ja, also 1987 gegründet, damals waren die stärksten Kräfte eben säkuläre, eher sozialdemokratisch bzw. sozialistisch orientierte palästinensische Parteien. Ja, stimmt. Die wurden basically von dem KGB, dem russischen Geheimdienst, gegründet, hast du recht. Nach demselben Modell, wie sie in Südamerika sehr viele gleiche Organisationen, das war sozusagen Produkt. Leon, gib ihm keine Starthilfe, bitte. Nochmal, Kolonialismus von Israel und daraus entsteht Hamas. Ist einfach sehr interessant. Daraus sind generell alle bewaffneten Bewegungen. Ja, und so kurz wie möglich. Also komm zum Punkt. Bitte, du redest und redest in Schleifen. Komm zum Punkt, einfach Daten. Israel ist eigentlich gar nicht so imperialistisch, finde ich. Was? Würde ich sagen. Was? Du findest, Israel ist imperialistisch und kolonialistisch veranlagt, oder? Ja, warum? Ja, finde ich merkwürdig. Nee, finde ich irgendwie nicht. Israel imperialistisch veranlagt. Nenn mir mal irgendetwas außerhalb Israels, was Israel eingenommen hat. Eingenommen? Eine strategische Basis außerhalb. Israel hat Genozid und Imperialismus auf der ganzen Welt finanziert, wie zum Beispiel den Maya-Genozid in Guatemala. Da haben sie die Diktatur von Rios Montt schamlos unterstützt, haben Waffen gegeben, damit die indigene Bevölkerung getötet wird. Dafür haben wir Waffen gegeben. Mich verarscht, Alter. Lebt ihr eigentlich nicht? Sagt der Deutsche, oder? Weißt du, Israel exportiert natürlich, wir haben sehr viele Waffen, gute Waffen, die wir gerne mit unseren Partnern teilen, aber wir sind noch lange nichts im Vergleich zur Bundesrepublik, was das angeht. Ich weiß, ich finde Deutschland. Aber lass ihn bitte auf die Frage von der Anna antworten. Ja, werde ich ab. Jedenfalls, jede palästinensische bewaffnete Bewegung gründete sich natürlich nicht in einem Vakuum. Ne? Das passierte damals nach 1948, nach der Nakba. Das ist sozusagen auch das, worauf sich die meisten palästinensischen bewaffneten Bewegungen immer wieder drauf referieren, auf die Nakba. Weil das eben dieses einstellige Ereignis in der palästinensischen Geschichte war. Das zeigt für mich auch den Kolonialismus, weil wenn es das eigene Land ist, dann muss man die Bevölkerung nicht erst austreiben, damit man es besiedeln kann. So funktioniert das nicht mit Indigenität. Ne? Jedenfalls zurück zum Thema Hamas. Damals Hamas, nicht die stärkste Kraft. Ganz Israel, kurz, wenn du über Hamas weiterredest nochmal. Also die Nakba ist ein Begriff, den die Palästinenser erfunden haben. Oder ja, die Araber basically. Leon, wir werden nicht abschweifen. Er glaubt an die Nakba, ist in Ordnung. Ich möchte endlich, dass er mir auf die Frage antwortet. Guck mal, du schleifst hier rum. Die Nakba, die Araber. Ich schleife nicht rum, weil die ganze Zeit mir irgendwelche Sidequests gegeben werden, die ja, ich... Ja, bitte, keine Seitenfragen, Anna, Leute. Es ist schwer. Ich möchte einfach mal moderieren kurz. Normalerweise tue ich das
sehr selten, aber jetzt ist dieser seltene Moment da. Keine Seitenfragen. Nakba, Huyagba, alles in Ordnung. Erzähl mir bitte, wie aus einem Kolonialismus, ich kann das Wort nicht mal aussprechen, ja. Dann musst du den B2 machen. So, Kian, ich würde gerne mal mit dir reden. Du bist doch ein Ex-Muslim. Wieso gehst du mal auf die Takia? Du bist doch ein Schiite gewesen. Du hast nichts mit den Sunniten zu tun. Du bist dran. Du bist dran. Mund halten. Bei mir funktioniert das Stummen nicht. So. Das hat gestört. Das war der friedliche Islam. Also kein Seitenhiebe. Einfach nur im, und du, Imengi, bleibst bei Fakten. Nicht einfach irgendwas behaupten, sondern Daten, Namen und die Geschichte und nicht schweifeln, nicht schwabeln. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ihr kennt, ich hätte eine Frage an den Imengi. Darf ich dich mal was fragen, Imengi? Hat das jetzt damit zu tun? Ich hatte jetzt lange Zeit, ich wollte mal ganz kurz was fragen. Und zwar, hattest du dich mal damit beschäftigt, inwieweit jetzt sozialistisch-kommunistische Politik in Palästina da Einfluss genommen hat? Weil du redest ja jetzt viel von westlichen, links. Lass ihn bitte ausreden. Er soll die Frage von der Anna beantworten, dann kann er die restlichen Fragen beantworten. Okay. Sonst kriegen wir das nie hin. Ihr seid vertraut mit Yitzhak Segev, hoffe ich. 1980er Jahre war der israelische Militärgouverneur in Gaza. Das heißt auch zur Gründungszeit der Hamas. Und ich glaube auch, ihr wisst, dass Israel die Hamas mitfinanziert hat. Das heißt als Gegengewicht zu den... Welche Daten oder Fakten, wie kannst du das belegen? Gibt es irgendwo das Segev, also Yitzhak Segev, der damalige Militärgouverneur, hat den New York Times erzählt, dass er die palästinensische islamistische Bewegung... Hamas, warum sollten wir es auch nicht? Nochmal, mein gleiches Argument steht immer noch. Du sprichst den Menschen die Verantwortung für ihr eigenes Handeln ab. Selbst wenn wir die Schmachers unterstützt haben, okay, ist mir scheißegal. Sie sind immer noch verantwortlich für das, was sie gemacht haben. Und sie haben sich damals, das weißt du auch, wenn du so gut historisch bewandert bist, dass die damalige Hamas ganz anders ist als die Hamas von heute. Was ist Hamas? Hamas. Was Hamas ist? Hamas ist ja die Tochter der Moslembruderschaft. Das ist Hamas. Das heißt Hamas, nicht Hamas. Du kannst immer noch Hamas. Hamas. Unter meinen Schuhen. Unter meinen Schuhen mit allen Hamas. Was das ist, ist eine Tochtergesellschaft der Moslembruderschaft. Mehr nicht. Du willst uns irgendwas erzählen hier. Es dauert eine halbe Stunde, bis du deinen Punkt machst. Am Ende ist. Okay, vielleicht dauert es tausendmal gehört. Du versuchst den Leuten, die verantworten. Warte mal, Leon. Eine kurze Frage. Ist Hamas eine Terrororganisation? Antworte mal unten. Oder eine Freiheitsbewegung? Ja. IMNG oder IMNG. Antworte. Fragst du mich gerade? Ja. Ja. Ich würde dich als Terrororganisation beschreiben. Ja, und 80% der Bevölkerung haben die gewählt. Sind die auch Terroristen oder nicht? Nein. Nein? Nein. Ich habe ja gerade gesagt, wählen Terroristen, aber die sind Friedensfreiheitskämpfer, ja? Ich habe ja gerade gesagt, ich würde die Frage von der anderen Terroristen beschreiben. Wir schweifen immer wieder ab. Ja. Jedenfalls. Ihr wisst, Israel hat die finanziert. Ja, und? Wie, ja, und? Nein, ich weiß es nicht, Imenki. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade als Quelle gesagt, das Interview von Yitzhak Segev mit der New York Times. Könnt ihr gerne nachgucken. Mhm. Ja. Ist dir ein Sheikh Yassin bekannt aus Ägypten? Sheikh Yassin, ja. Mhm. Hat er nichts damit zu tun? Wie meinst du das? Hat er nichts mit der Hamas? Bitte, nichts von der Seite. Hat er nichts mit der Hamas-Gründung zu tun? Doch, klar. War einer der Gründer der Hamas. Ah. Und wie ist es mit Israel und dem Kolonialismus verbunden? Ich habe gerade versucht zu erklären, warum Hamas überhaupt so groß geworden ist und das denn Israel. Nee, du hast versucht, mentale Gymnastik zu machen. Ich stumme dich. Ich will endlich, dass er antwortet. Wir kriegen das nicht hin, weil du hast viel Wissen. Er redet etwas und du fragst ihn dann danach und er kommt dann immer davon ab. Also ich schweige, alle schweigen, aber du kommst auf den Punkt. So, wir warten auf die Antwort zum 10. Mal. Und ich möchte sie gerne beantworten. Also, Ahmed Yassin selber, an seiner Geschichte zeigt sich schon, warum Hamas nichts weiter als ein Produkt des israelischen Kolonialismus ist. Seine Eltern selber mussten nach Gaza fliehen, vor der Nakba.
vor der israelischen Armee wurden Nackbar oder Nacktbar. Was? Weiter. Immerhin, geh weiter. Und ihr wundert euch, dass solche Menschen eine bewaffnete Bewegung gründen? Ich wundere mich da nicht. Und wie gesagt, wurde Hamas dann auch eben, weil sie nicht säkular sind, weil sie als Radikale beschrieben werden können, wurden sie dann auch von Israel finanziert. Und das ist ein Produkt des israelischen Kolonialismus. Natürlich, es ergab sich aus den Bedingungen, die das palästinensische Volk durchmachte zu der Zeit. Du erzählst also, wenn Israel eine Organisation, die Schulen, Krankenhäuser bauen soll, ja, und Wege bauen soll, Straßen bauen soll, Geld gibt oder sonstige Pflegeheime bauen soll, das wäre Kolonialismus? Hör mal, Kollege. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie die Hamas. Ich bin mir bei ihm nicht sicher, ob er schlecht informiert ist oder ob er das mit Absicht macht. Aber wie Andreas recht hat und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Hamas von damals ist nicht die Hamas von heute. Sie war eine Hilfsorganisation am ersten, als sie gegründet wurde. Auch wenn sie von der Moslembruderschaft, sie hatte sehr viele Soziale, hat sie heute, oder besser gesagt, hatte sie immer noch. Sie hat ja die soziale Infrastruktur in Gaza kontrolliert, okay? Das war also die Hamas von damals. Die Hamas von heute ist was ganz anderes. Die Hamas von heute ist ISIS, ist Daesh. Dass du das nicht sagen kannst. Daesh, die sind gegen Daesh. Die haben das. Zeigt von welchen, nein, nein, also die Hamas, der hat sich jetzt geäußert. Da ist ja selbst ein Gründer von den Islamisten. Aber wusstest du nicht, dass Hamas arbeitet mit, ich nenne sie immer noch Hamas, dass sie mit Daesh zusammenarbeitet in Sinai? Wusstest du es nicht? Wusstest du nicht, dass Hamas... Oh, mich ablenken. Daesh. Du wusstest das nicht? Krass. Ja, deshalb sagen wir doch, Hamas ist ISIS, weil es dasselbe ist. Das ist nicht dasselbe. Hamas. Wow. Auch überhaupt nicht rassistisch, wie ihr euch über die arabische Sprache lustig macht. Aha. Erzähl mal. Nein, Arabisch kommt aus der Kehle. Das ist so interessant, dass du am Anfang gesagt hast, du bist irgendwie eher so liberal eingestellt und du bist für Menschenrechte und so. Und jetzt mittlerweile dass du irgendwie Hamas irgendwie als Freiheitskämpfer irgendwie betrachtest und so. Also so langsam kommt koloniale Kämpfer. Ich sage nicht, dass durch Hamas Freiheit kommt, aber guck dir mal an, die haitianische Revolution. Die haitianischen Sklaven haben auch französische Kolonialisten getötet. Aber wie passt das zusammen, dass du irgendwie anfangs sagst, du bist so eine Art Teilreformist für den Islam und du bist ja eher liberal und du bist für Menschen. Speedy, da ist kein Reformist, das ist ein wahrer Islamist, ja, wo aus Deutschland abgeschoben gehört, in die Wüste ohne Flugzeug abgeworfen werden muss. Ich weiß gar nicht, was solche pauschalisierenden rassistischen Islamisten aussagen sollen. Aber ich bin tatsächlich nicht... Faschist, Rassist, bist du, Name Islamisten wie du. Ich weiß es nicht, die kommen nicht von mir. Ich bin aber jedenfalls kein Reformer, ich bin kein Liberaler, ich bin sozialrevolutionär und ich glaube an sozialrevolutionäre Ideen. Das heißt, ich habe gar nichts zu tun mit irgendwelchen staatlichen... Schnell hau ab aus Deutschland, wir brauchen keine Revolutionäre. Hala, wie tief hast du deinen Kopf in Kians Arsch? Und du... Schweinekopf, Schweine, wie tief hast du deinen Kopf? Schade, dass er weg ist. Ich wollte ihn fragen. Das war ich jetzt. Ich wollte, ja, das macht nichts, Andreas, ich verstehe dich, aber ich wollte ihn gerade fragen, wie gut er Kians Arsch denn so kennt, wie tief es denn so geht. So, also ich wollte jetzt auch mal ganz kurz nochmal einen Punkt machen. Also du als Emengi, als linker Sozialreformist im Islam, solltest du eigentlich, jetzt lässt du mich bitte mal ausreden, ja? Und das ist ein Leninist, Marxist, Maoist. Das ist ein Faschist. Hallo, ich bin's. Darf ich jetzt bitte auch dann mal reden? Nicht immer ständig dann mir ins Wort fallen. Danke, ich war jetzt auch lange ruhig. Also Emengi, wenn du ja ein linker Sozialreformer bist als im Islam, hast du dich, du fällst mir wieder ins Wort... Sei jetzt mal ruhig, Emengi. Ja, das macht man nicht. Okay, hast du nichts gelernt von zu Hause, oder? So, also. Hast du dich irgendwie mal mit dem Einfluss von Sozialismus und Kommunismus in Palästina irgendwie mal auseinandergesetzt, wie die da hetzen und aufstacheln, die Muslime? Kennst du dich damit irgendwie aus oder kennst du immer nur irgendwie anti-westliche Themen über Kolonialismus vom Westen? Das würde mich mal echt interessieren. Du als großer Sozialreformist. Ich habe gerade tatsächlich ausdrücklich gesagt, dass ich kein Reformist bin. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht verstehen wollt, oder... Er ist Revolutionärer, Mann, nicht Reformer.
Ich glaube an revolutionäre Ideen, nicht an reformistische Ideen. Ja, keine Ahnung, ja. Revolution. Er ist viel radikaler als ein Reformer. Wahrscheinlich Che Guevara-Typ oder sowas. Nee, ja, was ist Revolution? Das Revolution ist am besten weiß jemand, anders wie Halstherapie. Und deswegen hör auf zu lügen. Du bist ein sehr niederträchtiger. Ja, Mann. Und alle müssen von Deutschland schnell verschwinden und ich werde dafür sorgen. So noch mit Zigarre, schöne kubanische Zigarre, Leute. Ich weiß auch nicht, warum, also es hat gerade auch irgendwer aus der Ecke gesagt, wahrscheinlich der Typ die ganze Zeit nicht seine Fresse halten konnte, wenn ich was sagen wollte. Ich sei ein Marxist-Leninist, Maoist bin ich nicht. Ich glaube an autonomistische Ideen. Jedenfalls. Aber als Linker sollte man sich schon mal damit beschäftigen, was eben Sozialismus und Kommunismus auch anrichten auf der Welt, wo die rumstacheln und wo die rumhetzen. Ich habe gerade gesagt, ich bin kein Marxist. Warte, ich will noch mal ganz kurz, bevor wir, weil mich interessiert revolutionären Ideen nicht. Letztendlich wird es eine linke Revolution, bin ich mir ziemlich sicher, weder in Israel noch in Deutschland das Problem werden. Aber der Islam ist jetzt schon ein sehr großes Problem hier in Deutschland. Ein Problem. Warum ein Problem? Ein riesiges Problem, der friedliche Islam, den es leider nicht sehr oft gibt hier. Ja, du hast ja gesagt, die Scharia, genau, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Die Scharia ist nicht von dieser, ist nicht irdisch. Kian, was meint er damit? Ich weiß nicht, was er will. Ich höre dieses Gerede und ich überlege in den 35 Jahren, die ich ein praktizierender Muslim war, versuche ich irgendwie mich mit diesem Gerede zu identifizieren. Es ist einfach neumodischer Müll, den er da erzählt. Es hat nichts mit dem Islam zu tun, mit dem wir alle groß wurden. Es ist ein neumodischer Müll. Er intellektuell ist er ausgesprochen unzufrieden mit dem Mainstream. Kann ich dir mal eine Frage stellen? Ich habe Ihnen die Frage gestellt, weil ich von dir keine Antwort habe. Und damit er dem Islam einen schöneren Anstrich geben kann, hat er dem jetzt solche Parolen hinzugefügt, Narrative wie sozialreformistisch und bla 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 und so weiter und so fort. Es ist einfach nur Müll. Also er will einen zuckersüßen Islam verkaufen. Leute, ja? Wenn es sich anhört wie Müll, wenn es riecht und aussieht wie Müll, dann ist es auch Müll. Also, wer auch immer das gesagt hat, ich weiß den Namen nicht. Kennst du den Unterschied zwischen Scharia und zwischen Fiqh? Ich weiß nicht, warum du auf Fiqh kommst und auf Scharia kommst, weil Fiqh und Scharia gehören zusammen. Da kommst du gar nicht vom weg. Ja, und aber deswegen verstehe ich nicht, warum du Scharia und Fiqh voneinander trennen möchtest. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen den beiden? Entschuldigung, was ich nicht verstehe ist, wieso trennst du Scharia und Fiqh? Außerdem, ich sage dir noch eine Sache. Das ist nicht, aber weißt du? In unserem Publikum sind sehr viele Deutsche und wir brauchen nicht jetzt hier eine theologische Diskussion über deinen albernen Unsinn, den du verkaufen willst, hier anfangen. Die meisten Leute können mit dem Begriff Fiqh und Scharia, mit Fiqh auch ganz besonders nichts anfangen. Deswegen würde ich sagen, einfach, es ist Unsinn, jetzt hier zu kommen und Fiqh ansprechen. Was soll das? Das ist kein Unsinn. Wenn ihr bleib nicht einfach richtig bei deinem ganz einfachen Sachen. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, du bist ist folgendes. Ein netterer Falsch Muslim, dass er doch Takir macht, wenn er sagt, dass die Scharia nicht von dieser Welt ist, weil sie es offensichtlich ist. Wir sehen wenn es immer Begriffe wieder. Wenn ihr Begriffe gezielt falsch benutzt, dann ja, und dann kommen immer die Leute, ja, sagen, was ist der Unterschied zwischen Müll und Dreck? Viel mehr Scharia beides sein. Ist Dreck. Aber letztlich ist es ja schon eine Art von Scharia. Deswegen ist das völlig egal. Es ist dein Fantasie-Islam. Nicht egal, weil damit doch, du dich nicht für diverse Teile im Islam schämen musst. Ich würde mich viel lieber mit so Revolutionären wie dir rumschlagen die ganze Zeit, als mit so Islamisten. Ich muss mich für gar nichts im Islam schämen. Aber Leon, da ist ein gefährlicher Islamist. Da ist gefährlicher als wir Hamas und Hisbollah und alles zusammen. Und da ist ein Trickster, da die Regierung unterwandert. Bist du schizophren oder so? Ja, stimmt schon. Wolf im Schafspelz. Du schämst dich für gewisse Teile im Islam. Ich schäme mich für gar nichts im Islam. Du neue Narrative für den Islam. Ich schäme mich für nichts im Islam. Ja? Für rein gar nichts. Du möchtest uns erzählen, dass ein Schafhirte aus dem 7. Jahrhundert irgendwie ein perfektes Rollenmodell für die Gesellschaft
Herrschaften im 21. Jahrhundert sein. Ein Mann, der 12 Frauen besessen hat, unzählige Sexsklavinnen, der die Ehefrau seines eigenen Adoptivsohns weggenommen hat, der mit seinen Sexsklavinnen geschlafen hat, die er seinen Ehefrauen geschenkt hat und die ihn dabei erwischt haben. Und du willst mir erzählen, das ist das perfekte Rollenmodell, das du uns hier verkaufen möchtest? Bismillah, ohne Seife. Es wurde also komm uns Mohammed nicht mit diesem Unsinn. Ja? Du willst unsere Plattform auch hier nur benutzen, um deinen Propaganda hier abzusetzen. Dann kommen wir nicht mit dem Unsinn, wenn ihr irgendwelche Suren und Hadith aus dem Kontext nimmt und damit eine brutale Version des Islam konstruieren wollt. Es ist nämlich konstruiert, es kommt nicht vom Islam selber. Ach so, ja, ich weiß, das hat der Weihnachtsmann gebracht. Ja, nach Kian ist Simbamun dran, weil Simbamun möchte. Ja, ich bin fertig. Simbamun, bitteschön. Ja, man merkt halt übelst, dass er so den versucht, den Islam schön zu reden. Und der vor allem den ganzen Ausdrücken wie. Der Islam ist schon schön. Kolonialstaat. Weißt du überhaupt, warum die Hamas an die Macht gekommen ist? Weil die Fatah komplett korrupt war. Und die Bevölkerung keinen Bock mehr hatte auf die Fatah. Deswegen haben sie die Hamas gewählt, aber nicht wegen Israels Kolonialismus oder irgendwie so ein Bullshit. Also, du weißt ja nicht mehr, was die Begriffe heißen. Die Hamas ist auch komplett korrupt, aber sie kämpft offen gegen Israel, was der Bevölkerung deutlich mehr zusagt. Bestimmt auch, dass Israel gerade Genozid verübt. Gewalt generell, das, was du unterstützt. Ja, ich glaube, dass Israel Genozid verübt, ist doch ganz klar. Das ist das, wofür du hier stehst. Und natürlich eine Art von Kolonialismus, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Araber sind keine Ureinwohner von Israel, ja, sondern die Juden sind die Ureinwohner von Israel. Die Araber kommen entweder aus Ägypten, aus Jordanien, aus Syrien. Sie können irgendeins dieser Länder zurückgeben, ohne Probleme und dieselben Kulturleben. Aber die Palästinenser sind die Nachfahren von den Ureinwohnern von Palästina oder Israel oder wie ich es nennen will. Darf ich ganz kurz mit ihm reden? Die Palästinenser sind die Nachfahren von der indigenen Bevölkerung. Sie wurden arabisiert, haben die arabische Kultur und die Sprache angenommen, sind trotzdem genetisch die Nachfahren, kulturell teilweise auch immer noch. Hört ihr mich? Ich hab ihn gerade nicht gehört. Er hat irgendeinen Müll erzählt. Nein, darf ich ganz mal aufnehmen? Ihr erzählt Müll. Ja, ihr versucht mir zu sagen, dass Menschen, die von weißer Vorherrschaft profitieren, indigene Bevölkerung in Palästina sind. Das stimmt nicht. Doch, natürlich. Das sagen sie auch selber. Das sagen sie auch selber. Wir können jetzt nicht hier alle durcheinander reden. Ich werde jetzt stummen. Wir können leider gar nicht stummen hier oben. Alle sollen jetzt mal Ruhe geben. Alle Ruhe geben. Alle Ruhe geben. Stopp jetzt. Anna, mach mal alle stumm. Ich habe ihn jetzt mal. Ich habe ihn nicht weggemacht. Leute, es gibt eine goldene Regel hier. Die goldene Regel ist, wenn Anna Stopp sagt, halten Freund und Feind die Gusche. Und dann können wir wieder das Gespräch ordnen. Aber bitte, wenn Anna Stopp sagt, dann muss jeder aufhören. Und derjenige, der eine Sekunde weiterredet, geht nach Blockistan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Er ist leider rausgegangen. Wir müssen unsere Gäste aussprechen lassen, auf die Fragen antworten lassen. Und unsere Gäste, jeder, der hoch möchte, müssen lernen, nur einen Punkt zu sagen und nicht sofort 35. Anna, freundlichste Diktatorin. Katja, er hat uns ja selber nicht aussprechen lassen teilweise. Ne? Genau, also unsere Gäste sagen einen Punkt, nicht 10, und antworten auf die Fragen, ohne zu schwurbeln. Wenn sie schwurbeln, dann ist es nicht so, dass wir sie unterbrechen. Wir bremsen sie. Wir bremsen sie. Genau. Weil, wenn wir eine Frage haben, muss man darauf antworten. Wenn man die Fragen nicht beantworten kann, dann braucht man keine Behauptungen treffen. Wir reden so. Jeder kann reden. Wir haben unterschiedliche Temperamente. Jemand redet mehr, jemand weniger. Aber bitte nicht durcheinander, okay? Also er hat oft nicht ausreden lassen, fand ich. Und er wollte wahrscheinlich auch Vorträge. Am liebsten wollte er Vorträge. Ja, ich glaube, er hat, wie gesagt, viel gesagt. Ja, mit wenig Substanz. Ja, genau, ein großes Problem ist, glaube ich, aber auch, wenn einer mit ihm redet und dann quatscht der Nächste rein und versucht, ein neues Thema aufzumachen, ich glaube,
wenn einer mit ihm redet, dann sollen die nicht neue Seitenthemen aufmachen, weil dadurch kommt man immer total weg vom Hauptthema. Weil ich wollte ihn jetzt gerade nochmal wegen dem Genozid fragen, wie er denn darauf kommt. Und dann, ich glaube, wenn jemand redet, dann lassen wir ihn reden und diese ganzen Seitenfragen. Ja, Simbamon, wenn man ihr aber 10-mal immer das Gleiche fragt und da kommt nichts bei rum. Ja, natürlich, dann schon, aber... Ja. Das also irgendwann ist auch so die Problem. CD immer langweilig. Ne? Das ist, ja, natürlich. Aber also Moment mal, Leute, guck mal, was der unten schreibt. Ja, ich habe gerade gehört, dass der Mühlheide die Geschichte schreibt. Der. Dann komm doch hoch. Ja, die so drin war. Ich habe doch gesagt, das sind ganz gefährliche Islamist. Das sind die, wo unsere Linke hier unterwandert haben in Deutschland. Ja, du warst doch gerade hoch. Komm doch nochmal hoch und erklär mir, warum du der Meinung bist, dass Israel ein Genozid verübt. Willst du jetzt wieder Vorträge von dem hören, ich oder? Ich will keinen Vortrag mehr, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich habe echt keine Lust mehr, weil du gibst diesen Leuten auch nur Zeit und Energie. Ja, soll doch mal jemand anderes Zeit immer das Gleiche. Ja, so machen keine Aufklärung. Solange er noch nicht oben ist, möchte ich gerne Fakten vorlesen. Ich möchte gerne euch ein Kapo zeigen. Ja. Die Kapos waren Strafhäftlinge in Konzentration, also in den Todeslagern der Nazis im Dritten Reich. Nicht alle Juden, beziehungsweise nicht alle Kapos waren Juden natürlich. Ja, die meisten Kapos waren keine Juden. Es waren Polen, Tschechen, was auch immer. Aber es gab auch einige und das war keine Ausnahme. Also es war nicht ein einziger Kapo. Es gab auch Juden, die haben sich an der Vernichtung der Juden, also zusammen mit den Nazis beteiligt. Wie ihr seht, er ist bestens eingekleidet. Ja, er hat auch einen Judenstern. Ja, er ist auch als Jude gekennzeichnet. Aber er hatte gutes Essen, er hatte Zugang zu Hygienemitteln, zu Toiletten, zu richtigen Toiletten, zu Medizin, zu Kleidung. Er hatte Kopfkissen, er hatte eine Decke, er hatte Heizung, er hatte alles. Aber er war beteiligt an Bestrafungen, Qualen, Foltern und Ermordungen an seinesgleichen. Diese Menschen sind auch unter uns. Diese Menschen sind auch in der Politik. Das Wort Kapo. Es tut mir schrecklich leid, dass in der Schule wirklich in Deutschland so wenig uns beigebracht wird. Weiß man denn, wie die so politisch eingestellt waren dann so? Nein, die waren nicht linkspolitisch eingestellt. Das die meisten von denen waren eingestellt, einfach überleben, sage ich dir ganz ehrlich. Also okay, ja gut, klar. Ja, das ist die klar. Wollten, ja, die wollten das überleben. Ist eine psychologische Haltungstrieb, ja. Ja, das ist ein Selbsthaltungstrieb, aber das hatten alle, das haben alle Menschen in diesen Situationen gehabt. Nicht alle wurden zu Kapos. Das ist eine Selbstschutzmaßnahme. Das bedeutet, er ist bereit zu fressen, anstatt gefressen zu werden und hat seine Empathie und seine Verbindung zu seinem Volk absolut abgeschaltet. Er wurde zum Verräter. Kapo war auch Iuda. Kapo, es gibt ganz viele Kapos in Wirklichkeit auf diesem Planeten. Und ich will euch einfach nur zeigen, Juden sind auch Menschen. Ja, und wir Juden, wir sprechen über unsere Geschichte mit allem Drum und Dran sehr, sehr offen. Und nur so konnten Juden wachsen, wirtschaftlich, intellektuell und überhaupt überleben. Und es gibt viele Kapos auch in unserem Leben. Auch ich habe hier einige Kapos erlebt. Es gibt politische Kapos. Und jeder, der nicht wusste, was ein Kapo ist, es gibt zig Bücher, wo ihr euch informieren könnt. Oh, ich kann wieder stummen. Auf Stumm, bitte. Free Palestine! Wie alt bist du? 12? So, das glaube ich. Also geh ins Bett, es ist spät. Anne, ja, sag mal Überlegung. Also ich soll eine Überlegung sagen. Ich wollte einfach, nachdem ich einmal jemanden als Kapo bezeichnet habe, habe ich ganz viele Zuschriften bekommen. Viele Menschen haben mich gefragt, was ein Kapo ist. Das wussten viele nicht. Das waren Strafhäftlinge, das waren Menschen, die in Konzentrationslagern waren. Und die haben bessere Bedingungen bekommen, wenn sie sich daran beteiligen würden, über ihre
eigene Leute zu petzen, sie zu Hinrichtungen zu bringen und so weiter. Also ganz also grausam. Sie haben als Juden selber andere Juden auch gefoltert teilweise oder schlimme Dinge da angetan. Sie haben auch als Juden andere Juden im kleineren Maße sie gefoltert manchmal. Aber alles sie haben, gemacht, was von ihnen verlangt wurde. Von ja, ihren sie haben meistens Juden ausgeliefert, Juden ihr Essen weggenommen, sogar das Wenige, was sie hatten. Sie haben ganz grausame Dinge getan. Es gibt wenige, natürlich, jüdische Kapus, aber es gibt sie. Ja, mit polnischen Juden, die zum Beispiel kein Deutsch konnten, haben die dann Hebräisch gesprochen. Ja. Und die haben auch meistens dann überlebt, also nach dem... Ja, nee, das wurde dir nicht versprochen. Nee, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber nee, also, sie haben dann länger überlebt, die sind aber auch später auch doch in die Kammern gekommen. Die sind genau. Oder sieht auch, wenn sie Pech, Glück hatten, vielleicht, oder doch Pech haben, auf die sogenannten Todesmärsche dann gegangen mit. Ja, ja. Und woher kommt der Name Kapo? Warum gerade Kapo? Hilfspolizei oder irgendwas, oder Lageraufseher, oder Hilfsaufseher, genau, genau. So, also das, okay, okay. Und die sind auch ums Leben gekommen. Die wurden, also das ist das, was wir auch in Russland erleben. Man hat mich gefragt auch, was ich über Russland denke. Ich denke natürlich, es ist grausam und schrecklich traurig. Ich fühle für die Menschen und für die Opfer und für deren Angehörige mit. Aber wenn wir von der politischen Spitze oder von der politischen Führung sprechen, ja, genauso wie für Deutschland gilt dasselbe. Je mehr er glaubt, wenn ich mich einschleime bei Menschen, die uns feindlich gegenüberstehen, je näher ich denen komme, je mehr ich sie bediene, einfach aus Angst, ja, viele tun das, tun so, als wären sie zusammen mit dem Sadisten in der Hoffnung, dass dann die anderen Opfer bleiben und ich selbst überlebe. Nein, das funktioniert nicht. Ein Kapo geht immer unter. Ist in der Geschichte auch so festgehalten, in Russland dasselbe. Der Islam machte dort, der radikale Islam machte dort auch keinen Halt, obwohl Hamas und Taliban und andere terroristische Einheiten und der Iran mit Russland eng kooperieren. Vor den Menschen, es werden jetzt noch weitere Terroranschläge jetzt erwartet, ja, vor den Menschen macht es keinen Halt. Wir sollten, und ich würde euch allen auch raten, haltet euch in Zukunft, ich würde sagen dieses Jahr einfach, von irgendwelchen großen Veranstaltungen fern. Ja, Veranstaltungen. Safe einfach. Von Veranstaltungen fernhalten und seid keine Kapos für sich selbst und eure Menschen, Mitmenschen. So, ich werde jetzt das Bild natürlich ändern, wieder in irgendwas Lustiges, zum Beispiel, wir haben hier noch so einen netten Mann. Hi, ich bin eigentlich ein Linker, identifiziere mich. War der Typ, der gerade hier oben war bei uns. 100%. Genau der. Der war aber, glaube ich, von der politischen Einstellung war der, glaube ich, ultra links, aber hat es versucht, mit seiner islamischen Identität zu verbinden. Also allein, wie er die ganze Zeit geredet hatte, der war 100% Linker. Also der hier, der könnte aber auch... Er wollte uns mit dem linken Gewische nur verarschen und eigentlich ist er ein richtiger Dschihadi. Der könnte auch RAF hier sein, hier der Typ hier links auf dem Bild. Ich glaube, der war kein direkter Dschihadi, weil so wie er Israel verurteilt hat, das machen eher die Linken, dass sie Israel verurteilen wegen Kolonialismus und Imperialismus und sowas. Aber ich damals in Jordanien gab es doch Terrorcamps von RAF auch und so, oder nicht? Ja, natürlich, die Linken, hier Arafat, der größte Terrorist. Antifa, genau. Ja. Der Arafat war ja in der DDR ganz oft dieser Terrorist mit Friedensnobelpreis. Was eine Frechheit ist, dass der überhaupt einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Außerdem hat er vorhin noch mit Geschichte mitgekommen, was jetzt schon lange vorbei war. Rhodesien heißt seit Anfang der 80er Simbabwe und Du merkst, wie sehr die USA... Ja, seit den 90er Jahren. Ich frage mich, wo der seine Geschichte, wo der war mit seinem Kopf. Ja, der hasst halt den Westen. Du hast ja gemerkt, wie sehr er den Westen hasst. Sogar den arabischen Imperialismus hat er versucht, klein zu reden und dass eigentlich der Westen dran schuld ist und sowas. Also dass wir da,
gut nicht im Westen nicht gut mitgespielt haben in der Kolonialzeit, ist gut in ist ja in Ordnung, aber wir waren nicht so wie die Araber, beziehungsweise waren wir die übrigens zivilisierte Gesellschaft, sehr interessanter Gesprächspartner. Schade, dass du nicht so viele Follower hast. Sie schreibt, oder er, Antifa ist Kapo der Moslems. Absolut. Die Muslime suchen sich Kapos, aber auch die Muslime sind Kapos für jemanden. Ja. Alle, die so tun, als ob sie Muslime hier, ich habe das übrigens auch bei TikTok ganz oft gesehen, es gibt solche Herrschaften, sie tun so, als seien sie rechts, dabei sind sie absolut links. Und sie setzen sich ein, in Einführungsstrichen natürlich, für die Muslime, für Kopftuch, für Gaza natürlich. Jetzt ist das Thema Hype, ja. Ich bin pro Palästin und pro Gaza und pro Mensch und sowas alles. Und wie schrecklich Israel ist. Diese Menschen, genauso, es ist so. Es ist keine aufrichtige Unterstützung. Islamische Che Guevaras sozusagen. Es gibt islamische Che Guevaras, es gibt nicht islamische Che Guevaras, und wenn die einander finden, die versuchen einander aufzufressen. Wir könnten uns viel Popcorn holen, natürlich, wenn wir nicht in der Lage wären, mitgefangen, mitgehangen. Und deswegen, das gilt auch übrigens auch für die Muslime, an die ich appelliere, dass die aus der Radikalisierung rausgehen, sich selber rausziehen. Und es geht aber auch an Nicht-Muslime, die das Radikale auch radikal in der muslimischen Gesellschaft benennen, die aufhören, alles in rosarote, politisch korrekte, pseudo Gutmensch-Verpackung reinzudrücken und zu sagen, aber nicht alle sind so, wir sollten nicht pauschalisieren und die haben das nicht so gemeint. Und wir sind alles Menschen am Ende. Ja, ich bin pro-human, die sind alle so friedlich. Heute, ich bereite das noch für euch vor, habe ich einen Bericht gelesen. Die israelische Armee hat Blutspuren gesichert von einer der Geiseln. Man geht davon aus, dass sie noch lebt. Und